Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichsten Yoko's Island Express Profi-Walkthrough-Stream Deutschlands. Das da vorne ist Robin, ich bin Tom und wir zeigen euch heute dieses wunderbare kleine Indie-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Indie nennen soll, weil es ja von Team 17 gepublished wird, aber egal. Und nach Yoko's Island Express geht es noch ein bisschen weiter, nämlich mit Red Faction Guerrilla. Mir wurde vorhin in den Kommentaren geschrieben, wie man das ausspricht, aber ich kann es einfach nicht so richtig. Guerrilla. Der Remastered-Version dieses Spiels. Und ja, Remastered kann man nicht anders aussprechen bei diesem Titel. Ist, glaube ich, verboten von der PR weltweit. Und wir richten uns scheinbar danach. Egal, wir spielen also Yoko's Island Express und Red Faction. Ich habe mir ja gerade unmittelbar vom Livestream so ganz viel Soße von meinem Lamm-Wrap auf die Hose geschmiert, Tom. Und ich wollte das einfach ansprechen, bevor das der Chat schreibt und nicht blamiert. Hab ich hier meinst du, gemacht. Das sieht man? Ich glaube, das sieht man gar nicht. Naja, unser Chat ist ja modisch extrem kompetent. Das haben wir schon oft gemerkt. Deswegen bin ich da lieber vorsichtig, bevor die jungen Kids wieder im Forum über mich lästern. Der Robin hat wieder eine Hose getragen, lol. Da bin ich vorsichtig geworden. Okay. Seit dem großen Senfhosen-Desaster. Uns wird gesagt, wir sind ein bisschen leise. Ich kann uns ein bisschen höher stellen, aber ansonsten müsste ich das Spiel leiser stellen. Ihr müsst einfach mal sagen, wie so das Verhältnis ist von uns zum Spiel. Ob das jetzt passt. Ansonsten kann ich uns jetzt nicht wirklich viel lauter machen. Ohne, dass das irgendwie dann ins Übersteuern geht oder so. Der Island Express Schriftzug, sieht man den bereits oder sind wir noch auf Folge? Das sieht man. Der erinnert mich ein bisschen unangenehm an Yoshi Island. Aber wieso unangenehm? Ja, ich mag das Spiel nicht so sehr. Ich finde, das sieht sehr. Yoshi Island nicht? Moment, was? Da haben wir schon öfter darüber geredet. Wann haben wir denn mal darüber geredet? Ja, diese Aiming-Funktion. Du hast ja überhaupt kein Recht mehr, dich darüber zu beschweren, dass ich mal Knights of the Old Republic nicht mochte. Also, was ich ja sogar inzwischen diese mag. Diese beiden Spiele miteinander zu vergleichen, ist auch. Stimmt, weil Yoshi's Island Express. Yoshi's Island. Ich hatte ja recht. Das bessere Spiel ist, wollte ich sagen. Wow! Das sage ich jetzt aber nur, um dich zu erregen. Was ist das da unten links? Ist das Yoko? Nee, das ist einfach so eine Slug, so eine Schnecke. Das ist einfach eine Schnecke. Ja. Life is simply unfair. So, ich komme mal nach vorne. Jetzt scheint ja alles zu passen. Falls was im Chat gesagt wird zum Ton, sagst du mir Bescheid. Dann bin voll großer Fan davon, dass das jetzt irgendwie 24 Stunden am Dauerregnen ist. Also ehrlich, unironisch. Ich auch. Ich war so lange Fan, bis ich halt gestern Abend nach Hause wollte und dann hat es geregnet und so richtig geblitzt und gestürmt und war mit dem Fahrrad da und dann saß ich hier bis halb elf abends und dann musste ich irgendwann Hat ja so richtig geschüttet. Richtig, und ich hatte halt nur ein T-Shirt dabei. Das heißt, irgendwann musste ich dann da durchrennen. Da fand ich es dann nicht so cool, aber vor allen Dingen abends irgendwie mit offenem Fenster dann schlafen mit dem prasselnden Regen und einem lauen Lüftchen. Das ist sehr, sehr cool. Also verregnetes. Nicht zwingend verregnetes, aber kühles Frühlings- und Herbstwetter ist so mein Favorit. Wobei das ja verregnetes Sommerwetter war. Ja, aber trotzdem, ich mag es, wenn es halt ein bisschen kühl ist draußen. Ja. So, also das ist Yoko's Island Express. Ihr werdet gleich sehen, was für ein Spiel es ist. Ich möchte als erstes mal ein neues Spiel anfangen und danach springen wir in meinen Speicherstand. Seht ihr ja, hier bei 48% bin ich bei dem einen. Ich finde sehr schön, dass eine Slot 0 ist und dann 1 und 2. Wow, warum das ist eigentlich? Ja seltsam. Wow. Aber wir machen erstmal ein neues Spiel, dann kriegt ihr auch ein bisschen Gefühl für. Ah, da unten war Yoko, habe ich gesehen. Den Story-Kontext. Wir sind nämlich dieser kleine Käfer hier. Also, Yoko reitet hier auf einem Asteroiden durchs Weltall, wenn ich es richtig erfahre. Das ist korrekt, ja. Das ist ein Space-Spiel. Aber das Spiel sieht so schön aus. Fuck my life. Ja, ich mag es. Ich mag es sehr, sehr gern. Ich gebe dir mal die Fernbedienung. Wo kommt eigentlich dieses Postsymbol her? Das sieht aus, das ist so eine verknotete Trompete. Du meinst so historisch? Ja. Das weiß ich gar nicht. Hat irgendwann jemand mal, weil die Postboten mal angekündigt haben, dass sie kommen und dann die Trompete so und irgendeiner war jemand so genervt davon, dass er das verknotet hat? Achso, weil warum das so ist? Ja. Das ist meine einzige Erklärung dafür. Da gibt's bestimmt gleich einen Hashtag Loredump im Chat. Ja, bitte. So, also hier. Ich habe diese kleine Kugel vor mir. Die kann ich auch nicht loslassen. Also ich bin hier dran immer gebunden und schiebe die hin und her. Und ich kann auch nicht springen oder so. Also ich habe keinerlei Boah, ist das schön. Mobilitätsmöglichkeiten, außer nach links und rechts zu gehen. So, und hier sind meine ersten. Das ist ein Aerodactyl, lauf! Posterodactyl heißt nice. Der. Du bist der neue Postmeister, den sie geschickt haben, um mich zu entlasten, oder? Ich bin froh, dass du da bist. Irgendetwas Großes passiert hier und ich möchte lieber nicht hierbleiben. Bevor ich gehe, habe ich hier noch deine erste Aufgabe. Mein altes Postabzeichen. Liefere es an Nimm, den Übersetzer im Dorf. Was?
Nimm, hier ist der NIM. Ach so. Der Island Express ist jetzt deine Pflicht. Also gehe sicher, dass du das Abzeichen an Nimm auslieferst, sonst gerätst du in Schwierigkeiten. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen, viel Glück und kümmere dich gut um den Island Express. Okay, tschüss. Das wirkt, ganz ehrlich, das wirkt wie ein ganz schönes Downgrade, dass wir von fliegendem Eier- oder Tüldinosaurier zu Mistkäfer downgraded wurden. Da musste, glaube ich, das Post Office ganz schön Geldeinsparungen die letzte Zeit irgendwie zu verzeichnen. Selenai hat beantwortet, dass das ein Posthorn ist und so tut so, als ob das eine Antwort wäre, die mir irgendwas helfen würde. Also das ist hier übrigens wirklich die gesamte Map des Spiels, die man so nach und nach freischaltet. Sehr groß aus. Das ist auch sehr groß. Allein wie weit ich schon scrollen muss hierfür. So. Bisher sind wir noch nicht zu dem Punkt gekommen, der das hier zu was Besonderem macht. Das hier kriegt später auch noch Kontext, dass es hier so Briefkästen gibt, in die man was reinstecken kann. Und man sammelt Früchte. Das sind die Punkte. Und hier sagt sie ja schon, mit dem rechten kann ich die gelben machen, mit dem linken die blauen. Gibt es hier eine In-Universe-Erklärung dafür? Nö. Schade. Das wäre nicht sehr lustig. So. Und so funktioniert eigentlich der Hauptteil dieses Spiels. Es ist nämlich eigentlich ein Pinball-Jump'n'Run, wenn man es so nennen will. Ein Pinball-Run eigentlich, weil Jump hast du ja nicht. Alter, das Monster-Design ist so gut. Magst du den mal spielen? Was glaubst du, wo du hingehst, Postmeister? Das ist mein Teich! Wenn du ihn überqueren willst, musst du die Gebühr bezahlen! Liebe Troll, toll, if you want. Das war aus Always Sunny in Philadelphia, ist egal. Weißt du, was ich haben möchte? Weißt du, was ich haben möchte? Komm mal, wächst hoch oben bei den Klippen. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Saftige Buchtpilze! Woher weiß der das? Na, der hat die schon mal gegessen. Aber woher weiß der, dass die da oben wachsen? Der ist so ein Wasserviech. Ja, na, und vielleicht hat sich mir schon mal jemand gesagt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an sie denke. Der hat Connections. Wie auch immer, besorge mir einen großen, dann lasse ich dich den Teich überqueren. So, und jetzt kriegen wir hier, es ist wirklich wie so eine kleine Quest immer. Finde einen Buchtpilz. Okay. So, und hier seht ihr, gibt es so verschlossene Bumper im Wesentlichen. Braucht 30 Früchte, kann ich jetzt freischalten. Und dann geht's hier weiter. So, kurz gucken, wie das genau ging mit dem Troll-Toy. Woraus hat es gesagt? Das war aus einer der besten Comedy-Serien ever, nämlich It's Always Sunny in Philadelphia. Haben wir irgendwo den kompletten... Ehrlich gesagt nie gesehen. Ja, yeah, das haben sehr, sehr wenige nur gesehen. Würde sich aber sehr, sehr, sehr lohnen. You gotta pay the troll toll if you wanna get into the baby soul. You gotta pay the troll toll to get in. You want the baby's boy soul, you gotta pay the troll toll. You gotta pay the troll toll to get in. Troll, Troll. Und dann ist das halt so ein Ding, egal. Müsstest du dir zu viel erklären? Ich erkläre den Witz kurz, pass auf. So. Ihr habt ja gerade gesehen, das ist so wie so ein, das sind wie so Mini-Pinball-Tische, die hier einen Großteil der Level darstellen. Und manchmal sind die so in sich geschlossen, dass man da etwas Bestimmtes erstmal machen soll. Oh, was hier? Den schläft. Michelhorn-Salat und Slenaya haben noch weiterhin erklärt. Es ist tatsächlich einfach nur wie, also tatsächlich war ich gar nicht so weit weg. Die haben das früher halt das Horn geblasen, wenn sie die Post aufgeholt haben. Ach so. Und das ist so verknotet, damit der richtige Ton rauskommt. So, dieses Ding heißt Lärmmacher, da habe ich dir schon im Podcast von erzählt. Es ist kein Posthorn, aber es wird schon reichen. Drücke A, um mit deinem Horn Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist so gut. Kannst du das halten? Nee, leider nicht. Schade. Aber man kann Sachen damit kaputt machen. Und ich finde halt das Geräusch ein bisschen annoying nach einer Zeit. Ja, verstehe ich voll. Finde ich super. Oh, der, holy shit, was ist das denn? Ist das eine in einem Grünkohl lebende Katze? Ich komme gerne hierher, um nach Pilzen zu suchen. Das ist ein toller Ort, um Pilze zu sammeln, aber muss vorsichtig sein. Giftpilze, die wachsen gerne in der Nähe der Buchtpilze. Eine Inzia bissen genügt, um hier einen Tag lang das Licht auszuknipsen. Wenn du trotzdem ein paar Pilze sammeln willst, empfehle ich dir die Klippen an der Ostseite. Dort wachsen die saftigsten. Mir auch. Ja. Warum ist er in einem Grünkohl? Ich glaube, du darfst hier nicht so viel hinterfragen in dieser Welt. Ich würde das, wenn ich die Möglichkeit hätte, in einem Grünkohl zu leben, würde ich das auch machen. Ja, ne? Also ich würde halt darin leben, bis ich ihn aufgegessen hätte. Aber bis dahin wäre es super. Es kommt drauf an, wächst er schneller nach, als dass du ihn aufisst? Stimmt, dass er ein ganz großer ist, ne? Mhm.
So, diese Dinger, die benutze ich nie. Also egal, in welchen Spielen sie sind. Mhm. Ich finde das immer nutzlos, dass man so aufs Level... Ach, aber ist aber auch sehr floaty, sah das aus gerade. Ja, man selbst hat halt so ein bisschen, ne, so die Beschleunigung, ja, die so weitergeht, weil du ja die Kugel anschiebst. So, hier ist wieder so ein... Ah, du gehst quasi immer in den Pinball-Modus auch so ein bisschen rein, wenn du durch den Tor gehst. Aber ist das immer, was du quasi durch so ein Tor gehst, wenn du in Pinball-Modus gehst? Naja, es wechselt sich ab. Also manchmal sind die auch nur, um von A nach B zu kommen, dann gibt's diese nicht, diese Tore. Aber manchmal sind so diese in sich geschlossenen wirklich Pinball-Tische. Wer hatte diese Idee? Bitte? Ich will gerne wissen, welcher bekiffte der Entwickler heißt, das erste Mal diese Idee hatte. Der Entwickler heißt Villa Gorilla. Und jedes Mal, wenn du das Spiel startest, kommt A Game by Villa Gorilla. Okay, das erklärt schon ein bisschen was. Und das sind Schweden. Die hier ein Spiel gemacht haben, was, habe ich vorhin zu Robin schon gesagt, auf Steam scheinbar nicht so krass gut läuft, weil da hat es gerade mal 100 noch was Bewertungen. Voll schade, weil das ist so cool. Ist auch krass, wie, also Schweden ist voll die Videospielnation. Ja, ne? Da kommen unfassbar viele Entwickler aus Schweden. Ups. War DICE Schweden? Irgendwas richtig gemacht. DICE war Schweden, Wolfenstein war Schweden. Hier die Just Cause Macher doch auch, oder? Just Avalanche. Cause ist Avalanche ist Schweden. Ich hatte gerade noch welche im Kopf, die ich wieder vergessen habe. Die sind auch Schweden, die ich gerade vergessen habe. die waren Schweden. War viel Schweden. Zählt mal kurz im Chat bitte alle schwedischen Entwicklerstudios auf, danke. So, ich sammle jetzt übrigens auch nicht selbst hier alle Früchte nochmal auf, weil ich ja vor allem erstmal nur vorankommen möchte. SteamWorld Dig ist Schweden. Ach so, echt? Das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Wolfenstein ist Polen? Was? Machine Games sind doch nicht Polen. Machine Games in Schweden. Die kommen von Starbreeze. Da hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, von wo die kommen. To be honest. Ja. Hier Image Informs, die World Dick ist Schweden, genau, Starbreeze ist Schweden. Ja, das war der gerade. Ja, mein Kind. Aber Starbreeze ist ja quasi Machine Games dieser Tage. Ein Buchtpilz und guck mal hier. Ein Giftpilz. Wer ihn isst, wird lange Zeit aus dem Gefecht gesetzt. Ach so, stimmt, du hast ja die Möglichkeit, sie zu wählen. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Oh, Spoiler, sorry. Naja, also der Spoiler löst sich ja gleich auf. Von daher. So, geht's mal wieder nach unten. Genau, das habe ich mal in einem Giant Bomb Podcast gehört, wie lustig und entsetzt er, also lustig, dass man aber auch entsetzt davon war, weil das einfach so. Hier hast du eine Quest, aber du kannst ihn auch vergiften, wenn du willst. Ohne Grund. Das ist beides direkt nebeneinander, aber wenn du willst, kannst du ihn auch vergiften. Oder hat das noch einen Grund so richtig? Also, wenn, dann weiß ich ihn auch nicht. Einfach Prinzip. Aber es ist wohl auch kein tödliches Gift, also. Er stirbt wohl nicht, ihm geht's dann nur schlecht. Ne, Guerilla Games kommen aus Holland, Crimson. So. Oh, was ist dieser? Ich hab meine Stimmung vergessen, deswegen nehme ich jetzt die. Oh, was ist dieser köstliche Duft? Rieche ich da etwa einen Buchtpilz? Mach schon, gib ihn her, dann lasse ich dich vorbei. So, warte, wollen wir ihn geben? Ich will wissen, wie es aussieht, wenn er vergiftet wird. Nom, nom, nom. Dieser Buchtpi schmeckt komisch. Buchtpi. Ach, der wird einfach... Oh, der ist auch im harten Trip. Okay, das war nur ein Trip-Pilz. Hast du das sofort an den Augen gesehen? Also eigentlich geht's ihm jetzt besser. Ja. Aber hat das bei dir nicht auch so dieses, irgendwie ist einem das Spiel doch sofort sympathisch? Ja, ne? Voll, also so ab dem ersten Screenshot. Das sind so kleine, ich weiß nicht. Pigments? Ja, die kriegen welche. Du hast einen Weidling gefunden. Glück kommt zu denen, die eine Menge von ihnen sammeln. Meinst du mit Glück Achievements? Also die Umlarung. Die haben einen spielerischen Zweck. Wenn du irgendwie 10 oder 20 sammelst, kannst du an so bestimmten Stellen die Dinger einsetzen, aber ich weiß noch nicht, was das bringt, weil ich noch nicht so viele Achievements, die spielerischen Einfluss haben, sind für mich keine Achievements. Sondern? Naja, das ist halt für Anfänger. Ach so. Wahre Achievements geben dir einen Achievement, eine Punktanzahl und nichts. Weil sonst machen das ja Leute, um das, weil sie mehr Spaß am Spiel haben so wollen, anstatt einfach nur die Punkte zu erhöhen. Ja. Und ich persönlich als Achievement-Hunter kann es nicht ernst nehmen. Also je seelenloser das Achievement, desto besser. Nicht je seelenloser, es darf nur keinen Einfluss aufs Spiel haben.
Du darfst keinen Vorteil erlangen dadurch im Spiel, dass du diese Achievements hast, sondern es muss Die Motivation darf rein auf den Achievements basieren. Richtig, richtig, genau. Okay. Das meine ich nur, damit das halt ein richtiges Achievement ist. Ja, ansonsten machst du das ja nicht, weil du ein harter Achievement-Boy bist, sondern einfach nur, weil du mehr in dem Spiel sehen willst. Aber dann sind doch ganz schön viele Achievements fallen doch in die Kategorie, weil du kriegst ja ständig welche für irgendwie Kapitel abgeschlossen oder so. Naja, aber das ist ja, das ist ein anderer Teil der lame Achievements, weil du die einfach durch Spielen bekommst. Genau. Die Achievements findest du zählen nicht. Ne? Die einzigen Achievements, die ich zähle, sind die Achievements, wo du ein Spiel durchspielst und dann noch 50 Stunden reinstecken musst für keinerlei neue Mechaniken oder du siehst nichts Neues, schaltest auch nichts frei. Mhm. Nur hier das Treasure Trove Achievement in Lost Odyssey, wo man jedes einzelne Item in der ganzen Spielwelt aufheben muss. Das ist ein Achievement. Oh Gott, ja. Das Achievement, wo man in Assassin's Creed alle 120 Flaggen aufholen. Das ist ein Achievement. Das sind richtige Achievements, die wir top. Hat Patrice Desilets nicht sogar mal gesagt, dass er das einfach so gemacht hat? Letztens hat Dom was weil er nie gedacht hat, dass das jemand macht. Ja, genau. Ja, ich hab's gemacht. Ich hatte das Achievement. Käfer, hilf uns mal. In unserem Nest sind jede Menge Rüßlinge. Bitte beseitige sie, dann geben wir dir etwas Schönes. Alles klar, Marik. Obwohl, ja, ich gehe einfach mal straight hier weiter. Ich will eigentlich zu einem bestimmten Punkt spielen, bevor ich zu meinem Speicherstand komme. Oh. Sogar straight. Schön straight. Aber seht ihr auch mal, was da passiert. Man verliert so ein paar Früchte. Und okay, was ist, wenn du keine mehr hast und dann getroffen wirst? Das ist mir noch nicht passiert. Okay. Weil du kriegst ja hier auch ständig welche durchs wahrscheinlich Spielen. Also optisch fand ich das wahrscheinlich nicht so viel, oder? Du kommst jetzt nicht in große Eiswelten Doch. Oder so. Doch, cool. Sehen wir dann auch noch. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Ori. Es ist wie so ein happy, fröhlicheres, weniger melancholisches Ori. Es wurde bisher auch nicht irgendwie tragisch oder so. Also es hatte immer das so ein bisschen diese happy Vibes. Du siehst am Ende siehst du den Posterodactyl am Ausbluten, weil er von einer Flak getroffen wurde, als er weggeflogen ist. Weil er was vom Giftpilz abbekommen hat. Die furchtbare Rache von der Giftschlange. Ich meine, es gibt schon Charaktere, die so wirklich in Not sind und denen du dann helfen sollst und so, aber... Emstre ist begeistert davon und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber er ist begeistert davon, wie urig du bist, wenn du Berlinerst. Urig? Urig. Urigeller? Urigeller? Berliner Akzent ist aber auch irgendwie urig. Was ist denn urig? Ich mag was ist denn urig? Naja, also ich kenne das Wort, aber ich habe noch nie mich so gefragt, was das bedeutet. Ich glaube, so rustikal fällt in die gleiche Richtung. Weißt du? Okay. So, also die Leute, die im Rheinland wohnen, so richtige Rheinländer, sind dann auch urig? Ja. Okay, also ist mein Papa urig. Das sag ich dem Tom. Würden so bezeichnen. Das sag ich dem, dass du meinen Papa urig genannt hast. Das ist ja krass. Das klingt wiederum definiert als süß, nett. Was urig. Sehr, also... Mein Papa, ich persönlich würde sagen, dass mein Papa süß und nett ist. Aber das wären jetzt, also nett schon, aber süß wäre jetzt, glaube ich, nicht die ersten Attribute. Sind das die Staubdinger aus Spirited Away? Oder war das ein World of Goo? War das? Ich musste auch an diese beiden Sachen denken, als ich das erste Mal gesehen habe. Yay! Yeah, oh, cool! Genau, das wollte ich sagen. Anstelle der Schnecke ist jetzt ein Diamant oder so. Man sollte halt das Häschen, die Rußlinge da rausholen, damit man da vorbeikommt. Oh, jeez. Und wieder runter. Und hat dann gleich mal so eine kleine Preview von der Welt mitgegeben. Cool. So. Ja, ich freue mich sehr darauf, das auf der Switch zu spielen. Dann gibt es auch Switch und PC. Genau. Gab's das nur für die beiden Plattformen? Oder? Ich gucke mal eben nach. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. So, jetzt speichere ich mal hier. Yokotaro's Island. Und wir gehen mal... Das wäre auch ein gutes Spiel. Wir gehen mal auf meinen Speicherstand. Da bin ich nämlich kurz vor einem neuen Abschnitt. Und den können wir dann mal zusammen erkunden. Den kenne ich auch noch nicht. Mhm. Weil das Spiel hat keine lineare Progression, sondern du gehst so frei die Welt erkunden. Und natürlich an manchen Stellen kommst du nicht weiter, weil dir eine Fähigkeit fehlt. Also so ein bisschen geleitet ist es dann schon. Gibt es auch für PS4 und Xbox. Ach so, siehst du. Super. Weil ihr müsst mal sehen. Oh, die Rainbows sind auf der Map. Das ist ja toll. Hier, was ist das, was ich jetzt schon erkundet habe. Das ist das Schnellreisesystem dieses Spiels. Oh, okay. Die Beeline heißt das. Das sind so wie so Wabendinger, durch die du von einem Ort zum anderen geschossen hast. Beeline ist super Begriff. Kann ich da auch nochmal zeigen. Aber hier zum Beispiel Eis. Deine Karte sieht so viel schöner aus als die meisten Videospiele. So, und ich bin hier kurz vor dem
Was? Wie haben Sie das denn übersetzt? Nur eines dieser Worte haben Sie übersetzt. Underdark heißt es halt im Englischen. Ich habe es jetzt für den Streamer auf Deutsch gestellt, alles. Ach, das ist keine so gute Idee. Underdunkel. Warte mal, dann will ich mal wissen, wie einige der Items übersetzt wurden. Diese Sporen wollen an einer feuchten Stelle wachsen, wo Geister über sie wachen. Da kenne ich ein paar. Das hier hat auch einen tollen... Digga, Squada? Dieses Regenbogenwesen legt Eier, die als Blasen auftauchen und denen Glück bringen, die sie zerplatzen lassen. Okay, was machst du denn mit diesen Items? Naja, manche davon brauchst du einfach, beziehungsweise sind hier zum Beispiel den Pilz habe ich noch, weil ich habe am Anfang auch den Giftpilz gegeben. Hier hast du diese Sachen, die sich hier ansammeln. Oder deine Tröte ist hier mit drin, die du halt benutzt. Aber das links sind doch Items, die du benutzt oder die du dann automatisch irgendwann... Ich drücke A, um Briefe in leere Briefkästen zu werfen. Und wir sind ja schon am Briefkasten vorbeigegangen. Und wenn du das machst, kommen da so ein paar Früchte raus. Mhm. Also solche Sachen sind das. Oder die halt Kontext sensibel sind. Kontextsensibel. Ich lese, Ceron hat sowohl die Definition als auch Synonyme für urig uns zugetragen. Definition: sonderbar, originell, seltsam. Das ist schon mal sehr unterschiedlich. Synonyme: echt, einfach, naturbelassen, naturhaft, natürlich, nicht imitiert, künstlich nachgemacht. Original, rein, richtig, typisch, unverfälscht, urtümlich, urwüchsig, wahr, waschecht. Urwüchsig. Auf Schweizerisch heißt es anscheinend tatsächlich urchig. Erdhaft, erdverbunden, authentisch, genuin. Genuin ist ein deutsches Wort? Mhm. Wieder hat gelernt. Hundertprozentig. Okay, gut. I think I got it now. Dieses Schwimmen hier, was ich gerade gemacht habe, das muss man auch erst frei spielen. Geht nicht von Anfang an. Anfang an hast du eigentlich gar keine großen Fähigkeiten. Okay. So, los geht's. Das kenne ich jetzt, wie gesagt, auch noch nicht. War das auch das Spiel, wo du so einen Haken hattest zum Bionic Commanden oder war das was anderes? Ja, ja. Da bin ich gespannt. So. Okay. Ich muss dann hier mich wieder hochgehen, weil ich muss quasi an diese drei Kristalle da kommen. Und das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, den man diesem Spiel gegenüberbringen kann, weil wie im echten Pinball, wenn du halt nicht das triffst, was du treffen willst, dann gehst du halt noch mal ein paar Runden um die um den Tisch rum sozusagen. Weil ich muss jetzt halt mehrmals da oben rein und das hier ist jetzt nicht so designt, dass es mich von alleine wieder oben rausspuckt. Schreib mal kurz was in den Chat, Leute. Ich muss sehen, ob mein Chat noch funktioniert. Das ist so nervig bei der Twitch-App, ne? Dass sie oder die Steam, die Dashboard-App Probleme ist, mit hat. Ich kann einfach mal in... Ich habe auf meinem Handy auch. Ich gehe mal auf die Website, dann sehe ich halt die Subscriber nicht, aber das hat dafür war ja eh die Einblendung unten. Die werden ja eingeblendet, genau. So, wir haben es geschafft. Was ist das hier? Da komme ich scheinbar nicht vorbei, muss ich von der anderen Seite machen. It's a rock. Dann gehen wir mal hier weiter. Unter also tauchen. Ja. Das auch. Gesagt, unter Dunkel ist so doof. Freispielen. So, man ich sehe den Chat wieder, können aufhören. Man hat hier so, ich weiß nicht, wie das siehst, weil der Charakter gerade so klein ist, aber man hat so einen Fisch am Hintern stecken, wenn man schwimmt. Diese Pflanzen hier sind immer die Speicherpunkte, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Achso, sowas hier ist auch lustig. Das ist einfach nur... Zack. Nee, falsch rum gemacht. Das ist ein Face im Staunen. Oh ja, stimmt, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. It's very mad. So, Stream-Chat, dann machen wir... Oh Gott, das sieht nach einem komplexen Dings aus. Das... Aber umso Chat besser. Anwenden. So, da haben wir den Chat. Ich sehe euch wieder. Hoffe ich zumindest. Das hier sind die Dinger. Shit. Hier. Sowas hier. Oh, krass. Au, 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 au! Aber hier hätte es mir erst was gebracht, wenn ich so eine Schnecke dabei gehabt hätte, weil die explodieren. Aber hier kann ich mir einmal fix ein bisschen Boni abholen, wenn ich das nochmal richtig mache. Ach shit, muss früher mich abprallen lassen. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute auch im Chat, die Red Faction Gorilla gespielt haben. Weil ich könnte, wenn wir mal in den Wrecking Crew Modus reingucken vielleicht, ein paar Tipps gebrauchen, was für Waffen wir auswählen, um im Hochhaus. Jetzt sehe ich den jetzt wieder keinen Chat, warum ist. Oh! Twitch! Jetzt sehe ich ihn wieder. So, sehe euch wieder. Alles gut. Okay. Wir müssen euch doch sehen. Boah, das sind wirklich busy Level. Holy shit. Ja, hier geht's ab.
Das ist so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine fette Biene oder sowas? Der Hummel. Oder das? Wenn man die einsammelt. So, das ist jetzt, guck mal, das siehst du da unten? Ah, jetzt gerade nicht. Das ist wieder ein Face. Mhm. Hustendes Face. So, die hat jetzt da verhindert, dass wir runtergefallen sind komplett. Goddammit. Ich muss halt da, wo diese lilanen Leuchten sind, die Sachen scheinbar alle. Da musst du aber erst den Pustemenschenlärm ausmachen für. Ja, das macht garantiert eins dieser Dinger. Ah, oh, nice. So, jetzt kam da nochmal so eins. Kernspaltkartoffel hat über 100 Stunden Red Faction Guerilla gespielt, was ich für verrückt halte. Das ist ja krass. Und wie hat's dir gefallen? Oh, 5 von 10. Gutes Steam-Review. Das sind immer die Besten. Nee, halt, hier sind wir jetzt fertig. Ich möchte eigentlich da links nochmal rein. Aber sieht das nicht so einfach aus. Das ist nicht immer so einfach. Ach, come on. Oh, da haben wir nochmal einen von denen. Nehme ich auch. Das ist so weird, dass du in Pinball einen Ball spielst, der selbst laufen kann. Es klingt so, als würde es das alles so ein bisschen Probleme machen. Ja, als ob es da nicht mehr funktionieren würde, aber Wow. Ja, den hatte ich bisher nur einmal. Das ist so weird. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Nein, die Items spawnen da, wo du lang trotz, wenn du jetzt nach oben kommst. Das würde sich so lohnen. Oh, schade. Nein. Ach, goddammit. Aber es sah, immerhin sah es gut aus. Ja. Das ist halt dieses Item gewesen mit dem komischen Hund da. Yay, so. Also sehr gut, Elmstra, die Waffe habe ich gerade freigeschaltet. So, jetzt geht das da oben. Nope. Ach, okay. Ach so, ich muss da noch mehrmals rein. Nee, das hier unten muss ich noch mehrmals. Hä? Hier. Das muss ich ein paar Mal drehen. Siehst ja, dass sich dieses Weiße da auflädt. Oh, shit. Da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Ja, das wurde in der Vergangenheit schon mal eingeführt, genau. Das kennst du jetzt einfach noch nicht. Yes, okay. Und jetzt können wir uns das letzte holen, damit das da oben aufgeht. Perfekt. Das war wirklich so einfach ein Pinball-Table. Ja. Das ist wirklich, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass es wirklich einfach so viel, einfach ein Pinball-Spiel ist. Ach, shit. Nein, goddammit. Ah. Au, au, au. Zerstört. So. Jetzt können wir uns da oben gleich nochmal reinballern, hoffentlich. Der Wrecking Crew-Modus funktioniert auch mit einem Controller abwechselnd, ne? Das habe ich richtig im Kopf, weil dann gucken wir da bestimmt mal rein gleich. Ja. Das war dieses einfach so viel Zerstörung wie möglich. Und dann gibt es, also da gibt es ganz viele Modi, wie man das einstellen kann, aber im Grundsätzlichen ist es das, genau. Habe ich so eine Schnecke an meinem Ball. Okay. Und die explodiert halt, wenn sie mit dem Kram in Verbindung kommt. Ich mag sehr, dass das alles, also sie hätten einfach eine Bombe machen können, aber das ist so viel cooler und passt so viel besser ins Universum. Stattdessen sind Lebewesen. Achso, ja, es passt halt einfach viel besser in diese Welt rein. Ja. Ich brauche noch eine davon, sehe ich gerade. Ich will mal ganz kurz gucken, was hier rechts war. Ach, hier ist ja noch so einer. Puh, was denn hier? Mhm. Es gibt ja so diese Quest am Anfang, wo du drei Leuten helfen sollst auf der Map. Und zweien habe ich hier schon geholfen. Und das hier unten, Saal im Underdunkel. Ich finde Saal im Underdunkel. Was ist denn wie soll ich das überhaupt aussprechen auf Deutsch? Underdunkel. Nee. Ja, der Herr Underdunkel, wa? Ich brauche noch eine Bombe. So. Und jetzt können wir da unten hin. Hoffentlich. Wenn wir schnell genug sind, weil die bleiben nicht ewig kleben. Sehr gut. Wie ich allerdings da oben zur Truhe kommen soll, weiß ich noch nicht. Es gab manchmal so Stellen, wo ich so denke, irgendwie irgendeine Art von Sprung muss eigentlich noch kommen. Hattest du schon Boss-Pinball-Räume? Ich hatte eine Begegnung, das war quasi ein Boss. Okay. Ja. Haben wir hier waren wir doch schon. Ja, ja. Bis wir zurück. Es war einfach nur ein Weg zurück. Das ist halt immer so, weil du ja wirklich. Es gibt ja Backtracking in dem Spiel, ne? Wenn du irgendwie mit einem Gebiet fertig bist und so und dann irgendwo anders rein, hin willst, ja, so ein bisschen. So, hier können wir wieder ein paar Früchte kriegen. Das sieht super aus. Goddammit. Komm ich jetzt nicht ran? Warte mal, vielleicht, wenn ich wieder auftauche. Die Frivilli! Nice. Hat sogar geklappt.
Hallo. Die Hundes haben den Eingang zu ihrem Dorf versiegelt. Ich habe seltsames Licht durch die Risse gesehen und frage mich, was sie dort wohl verstecken. Der ist einfach Schnuckel. Mein Name ist Schnuckel. Wenn du wirklich rein willst, könntest du auch den uralten Tempeleingang benutzen. Aber ein Teil der Höhle ist überflutet. Von dort hineinzugehen wird also nicht einfach sein. Wie lange kann deine Stimme das mitmachen? Oh, guck mal. Was ist die Grünkohlkatze in dem Fisch? Hat sie sich in eine... Der Delfin. Der ist so gut. Der Delfin. Der Delfin. Hallo, ich bin der Delfin. Das ist ja super geil. Das ist ein schöner Tauchfisch, weißt du? Es gibt in den Tiefen dieser Becken eine ganze Menge zu erforschen. Mehr hat er gar nicht zu sagen. Beim Tauchen komme ich immer in die Nähe des uralten Tempels, aber ich habe es nicht geschafft, das Tor zu öffnen. Ich habe gehört, da soll so ein großer Schatz sein. Okay, alle klar. Schnuckel, ey. Bienenlinie, ja, genau. Kann ich die hier aktivieren? Ja. Dann können wir das direkt mal zeigen. Aber okay, das war schon gut. Das ist die Schnellreisefunktion dieses Spiels. Ach, okay. Ich dachte, wir würden nicht Bienen transportieren, aber so geht auch. Yay. Aber ich will ja gar nicht hin, deswegen. Blöp. Der Markberg. So, wir schwimmen mal ein bisschen. Ach, da war nochmal so ein Ding. Ach so, jetzt kommt wieder das. Oh Gott. Aber hier kann ich so wenigstens einsammeln. Mhm. Yay! Gotta catch them all. So, ich will jetzt mal nicht wirklich jede einzelne Frucht sammeln. Wo soll ich hin? Nach da eigentlich? Übrigens, Octopath Traveler haben wir heute erst bekommen, deswegen ja. Gab es das aber jetzt heute noch nicht. Ich habe die Demo bereits gespielt. Nur falls vielleicht die Frage aufkam, warum wir das heute nicht schon spielen, weil ja auch das Embargo heute vorbei war. Ja, nee, also das kam, erwartet sollte es eigentlich morgen kommen. Mhm, genau. Und dann kam es aber schon heute, deswegen hatte ich meine Switch auch nicht mit. Ja, ich meine, aber bei so einem Spiel, also ich halte Ersteindrücke bei so krassen Rollenspielen für weniger sinnvoll als bei sowas hier. Weil ich glaube, da müsste man eher ein bisschen erklären und zeigen, Struktur erklären. Ja. Weil das ist so abhängig bei einem, und gerade bei Octopath Traveler gibt es da ja ein paar Fragezeichen, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber da wäre es, glaube ich, hilfreich zu sagen zu können, okay, in 20 Stunden sieht das dann so aus. Ja. Also 120 Stunden so. Oh. Ach, lassen wir jetzt hier das Wasser ab. Ich bin sehr großer Fan davon. Oder also Tauchlevel gibt es doch eigentlich nicht wirklich dediziert, oder? Sondern, also bist du schon längere Zeit am Tauchen gewesen? Also das hier ist gerade das meiste. Ja, okay. Weil ich habe das auch gerade erst freigeschaltet. Du hast es da unten links aufgemacht, ne? Da. Ja, aber, ja, stimmt. Ich habe mir gerade gedacht, das geht in die andere Richtung, der Strom. Oh Gott, ein Bug im Level gewesen. Oh, guck mal, wie gut das aussieht, Tom. Fuck my life. Was ist das? Oh, das sieht so toll aus. Das ist Gold, das ist das Beste. Hä, aber hier ist nichts weiter. Ja, das Tor geht doch bestimmt darauf auf. Links sind ja, die blauen Punkte. Kannst du tauchen? Stimmt. Da sind sie doch die zwei Punkte. Ja. Oh ja. Indiana Jones. Nur als Mistkäfer. Dupsi dupsi du. Der läuft halt auch so drollig. Indiana Jones, nur als Mistkäfer. In diesen Hallen befindet sich die aufgezeichnete Geschichte der Insel Mokumana. Diese Geschichten wurden von den Undas überliefert und erhalten. Am Anbeginn der Zeit wurden die Inselältesten geboren. Was ist mit dir los? Ich habe einen Käfer, der hat so gut geguckt. Achso, weil der das so gemacht hat? Ja. Komm, jetzt erkläre ich bestimmt, warum die alle große... Colin Gable hat einst diese Insel bebaut. Irgendwie, weißt du, das ich muss bei Pinball auch immer an Colin denken von Rocket Beans und an Don von Easy Allies, weil das sind so die zwei Leute in
Media, die ich kenne, die so Pinball versessen sind. Ich habe das ja schon mal, ich war ja mal mit denen noch unterwegs, irgendwie dann in Hamburg, und das war faszinierend, wie so die Bars konkret nach den Billardtischen, nach den Pinball-Tischen, die dort standen, ausgewählt wurden und vorgeführt wurden. Das war sehr cool. Wie soll ich denn hier? Oh Gott. Ja, gib mir all die Preise. Wieso bin ich jetzt da unten reingefallen? Da war eigentlich der Schutzdude. Auf jeden Fall ein paar mehr bekommen als beim letzten Mal. Aber hier spawnen noch so unendlich Früchte eigentlich, ne? Nee. Okay, jetzt nicht mehr, okay. Genau, die hören dann auf zu leuchten, okay. Die Dinger. Donkey Kong! Banana! Also ernsthaft, was soll ich hier machen? Da oben musst du rein. Ach so, da zu dem... Nee, das war zu flach gespielt. Yes! Nice. Und wo jetzt? Jetzt musst du die Dinger da oben kaputt machen. Da konntest du nicht so viel gegen tun. Nee. Ja, manchmal hat man Pech, aber es ist ja sehr verzeihend, was das angeht. Was ist eigentlich der nächste große Release? Ja. Gar nicht auf dem Plan. Also für mich ist es Octopath. Also ich meine danach. Danach ist eine gute Frage. Chat, was ist der nächste große Release? Sei es nicht Red Dead. World of Warcraft. Stimmt. Das könnte tatsächlich sein. Ich habe jetzt auch wieder resubscribed. Im September kommt Spider-Man. Aber ich weiß jetzt nicht, was im August und Juli noch kommt. Yay, ich will da oben rein. Da oben sieht aus wie... Ja, das Heilige Land. Der Früchte. I love it. Manchmal quiekt dein Mistkäfer so. Ja, ja, also ich weiß auch nicht, ob er das eigentlich so geil findet. Nee, ja. Nee. Nein! Ach, wie ich doch nur besser zielen könnte. Na, das ach, dieses, come on, ich muss noch länger warten. Also gerade irgendwas so gequetscht wurde. Yes. Nein. Ja, es ist aber nicht so einfach, in diese Lücke genau reinzukommen. Nice! I did it! Hier ist nochmal so eine Tafel. Die Inselältesten lebten friedfertig im weiten Ozean. Jeder war ein Meister seines eigenen Reiches. Die Ozeanvölker waren unter ihrer Herrschaft glücklich. Das ist gelogen. Das ist wieder State Media. Alle sind glücklich, niemand protestiert, Gewerkschaften sind scheiße. Ich würde diesen Tablets nicht glauben. Das sind Anti-Gewerkschaftstablets. Vorsicht da, ganz vorsichtig. Einfach nur alte Inselpropaganda. Wirklich. Niemand rebelliert oder protestiert. Hurra! Propaganda. Blauwal Erdogan ist der einzige gute Herrscher im Meer. Beschwert euch nicht. Ach, shit. Wie das manchmal nichts bringt, dass der Typ da ist. Der den Chat einen eigentlich retten starten. Soll. Was ist denn mit Chat? Vielleicht wird es manchmal irgendwie so zweimal gezählt. Weißt du? Ja, wird es auch. Zweimal so reintropft. Ja, trotzdem frustrierend, goddammit. Aber gut, dass ich so viele... Aber ich bin ja fast am Limit von den Früchten, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Jetzt sollt ihr euch wieder sehen. Ja. Sehr aggressiv angehört, der Buddy. Ja, die sind auch super aggro. So, ich will noch einen. Hier ist es immer, wenn ich gegen dieses pinke Ding da schlage, kommt eine so eine Schnecke raus. Dass man sie sich irgendwann mal nehmen kann und dann da reinhaut. Ich nehme einfach noch eine, auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Oh, super! Kombo! Kombo! So, wo ist jetzt die nächste? Da ganz oben, ne? Ja, dann muss das noch ein paar Mal drehen, oder? Shit! Dieses Flammending? Das Flammending drehen? Ja. Das. Ach ja. Oh, Alter! Aber was bringt das so viel? Sieht nicht so aus, nee. Ich weiß halt nicht, wie man das Tor sonst aufbekommt. Ja, doch. Es ist das. Es wird weiß. Ich habe das gerade als Fruchtding gesehen, deswegen habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ach Gott, damit.
Ja, ich habe auch tatsächlich festgestellt, dass es einen Jetpack in Red Faction gibt. Auch in einem Podcast. Gibt es? Ja, im Podcast habe ich darüber geredet, aber gibt es tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, ich habe halt den Singleplayer-Modus jetzt schon, weiß ich nicht, so 4-5 Stunden gespielt und bin halt im dritten Gebiet von, glaube ich, 5 oder 6. Ich weiß jetzt nicht, ob die letzten Gebiete dann viel größer sind oder länger dauern, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe da keine speziellen Fähigkeiten bekommen, nichts, halt ein paar coole Waffen, ja. Aber dann habe ich halt diesen Reaction-Modus gestartet, wo du einfach alles freigeschaltet hast, was auch hier halt als DLC kam und so. Und da hast du dann einfach so Jetpacks und irgendwie so RAM-Abilities, dass du durch Wände laufen kannst. Und so, wann bekomm ich die? Gibt's die im Singleplayer überhaupt? War ich sehr irritiert von. Aber da reden wir gleich drüber, sorry, ich will jetzt nicht hier... das schon vorwegnehmen. Was machen wir gerade? Oh shit. Das überlege ich auch gerade. Weil ich glaube, ach so, du da rechts rein. Genau. Ja, ja, aber da muss ich. Genau. Gelb, ich so. Erst gelb, dann blau. Nice. Ja, genau. Oh, das ist einer von den geheimnisvollen Ninja, Dudes, die man manchmal sieht, wenn man stirbt. Lakritz. Watch your buying. Willst du was kaufen? Ich habe hier einen Gruselballon voller ekligem Zeug. 200 Früchte. Will ich einen Gruselballon voller ekligem Zeug? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann bis bald, Käfer. Oh Gott! Du hast eine Kugel voller unheimlicher kriechender Sachen bekommen. Lass sie bloß nicht entkommen. Hoffentlich kannst du das auf die Leiche von dem Wurm, von dem Wasserwurm werfen. Da unten ist ein Schlüssel. Achtung, Stein. Blub, 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 blub. Du hast einen blauen Schlüssel. Was öffnet er? Weiß ich doch nicht, Spiel, das musst du sagen. Im September. Ach, Tomb Raider kommt ja auch noch im September. Das habe ich komplett vergessen. Ja, das ist tatsächlich nicht so sehr auf meinem Radar. Life is Strange. Valkyria Chronicles. Oh, wann kommt nochmal Valkyria Chronicles? Im September. Und Dragon Quest 11. Oh, stimmt ja. Ja, September ist schon dann gar nicht mal so leer. Weil wir haben das auch unsere Spiele dann, weißt du? Ich glaube, für dich ist dann eher Valkyria Chronicles und du kümmerst dich um Valkyria Chronicles und Tomb Raider und ich kann mich Warum schön... Warum kümmere ich mich um Tomb Raider? Spider-Man, Entschuldigung. Und ich kann mich um Tomb Raider und Life is Strange und vielleicht nur Dragon Quest kümmern. Oh, Dragon Quest bin ich aber auch interessiert. Ja, da sind wir beide gleichermaßen. Eines Tages erhob sich der Gottmörder aus den Tiefen seiner dunklen Höhle. Oh Gott, ja, Dani schreibt mich auch noch an Wario Gold. Ja, Mario World Gold. Entschuldigung. Das kommt jetzt das sogar noch in diesem Monat. Ach, so süß. Der Gottmörder proklamierte, eure Welt und eure alten Sitten sind am Ende. Ein dunkler Schatten fiel über die Insel, als der Gottmörder sich an seine schreckliche Arbeit machte. Das ist übrigens ganz lustig. Der Gottmörder. Ja, also Godslayer heißt er ja. Im Englischen. Du findest am Anfang halt eine Kreatur, die von dem verletzt wird und der soll zwar halt helfen, das ist so ein bisschen die übergreifende Quest. Und es ist halt immer dieses... neongrüne Leuchten, wo ich immer an Legion denken muss von World of Warcraft. Ich so denke, ist der Gottmörder Illidan? Who knows? Erneut, wie ich da oben hinkomme, weiß ich gerade nicht. Aber guck mal, was das für eine entspannte Musik hier ist. Ja, ich kann voll verstehen, wie man da auch dann einfach mal durchatmet und ein bisschen... Hier wird ja gerade vom Gottmörder geredet, aber trotzdem... Oh! Saved. Shit. Ich würde ja gerne einen Speedrun zu sehen, nämlich. Oh ja. So, jeder das Button muss, treffen. Oh, das muss aber frustrierend sein, wenn du dann irgendwie mal was so ganz knapp verpasst, weil es ist ja auch so physikbasiert. Das wäre aber faszinierend, so Leute, die einfach richtig gut im Pinball sind. Mhm. Oh! Give me all the stuff. Mag gesagt, dass das einfach so Buttfrüchte sind. Peaches. Bitte Butt. Shit. Oh, krass, da oben, da muss er dann öfter mal, da muss man mehrere Male durchschlagen, das ist gemein. Ja. Aber ich hoffe, dass das so ein Cycle ist, den man. Ja, jetzt geht er wieder aufs Gelbe drauf. Sollte eigentlich. Aber das wird nicht so einfach, Shit. Das zu treffen. Das ist jetzt, hat mich mal tatsächlich gerettet. Ja. Ach Gott, dammit. Nee, das ist ja... Also, in welchem Winkel soll ich das denn treffen? Hm. Nee, das war zu früh, noch ein bisschen später. Aber dann geht's ja gegen das Gelbe. Nee,
Nein, ich sag nur einmal sogar. Okay, gut. Waren sie aber nett. Ja, haben sich gedacht, hier komm. Playtesting hat ergeben, die Leute können kein Pinball spielen. Shit. Wir sollten uns alles überdenken, Leute. Playtest hat ergeben, die Leute hassen Pinball. Ah, fuck. Leute, Pinball ist eigentlich schon, also seit den 90ern, nicht mehr so ein großes Ding. Holy crap! Fruit Explosion. Oh, das ist so befriedigend. Gutes Geräusch auch. Ja. Sehr gut. So, werden wir einmal gesaved. Ach, come on, das war doch genau richtig. Wisst ihr, Chat, ob der Colin das schon gespielt hat von Rocket Beans? Ich verfolge die ja nicht so. Aber es ist ja wirklich eigentlich genau sein Ding. Damit wird er doch bestimmt schon auf Twitter genervt oder so. Bestimmt. Ja, ich meine, es kam ja schon im März oder so raus, ne? Nee. Also so lange ist, glaube ich, noch nicht her. März oder Mai? Mai? Nee, ich glaube, das kam im Juni. Ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube, ich habe gerade auf Wikipedia Mai gesehen. Dann habe ich es falsch im Kopf. Yes! Oh Gott! Nein, ich will wieder nach unten! Nein! Ja, kam. Ja, okay. 29. Mai. Ah, okay. Einigen wir uns auf unentschieden. Ja. Nein, ich will wieder hoch. Aber erneut, das ist das, was dann manchmal so ein bisschen frustrierend ist. Einfach nur an die Stelle zu kommen vom Brett, an die man möchte. Herzlich willkommen auch an Leo übrigens. Leo ist da. Hallo Leo. Hallo Leo. Ich habe Hario verstanden. Galt. Ich muss nur noch da oben hin. Hast du diese Bildschlagzeile gesehen? Diese eine? Die eine, wo sie, wo war das nochmal bezogen? Also hat aber auch bezogen, dass Angela Merkel jetzt auf die Chinesen zugehen muss, weil der Trump verrückt ist. Ja. Das war mit der Überschrift, also Merkel war da, und dann war da drunter, irgendwie seid ihr unsere neuen Freunde? Ernsthaft? Ja. Holy shit. Ich dachte nur, holy shit. Oh, Alter. Oh boy. Oh wow. Oh boy. Der reichelt, ey. Die Inselältesten fielen einer nach dem anderen, dahingemeuchelt vom Gottmörder. Alle, bis auf einen. Mukumana, der Weise, nahm das letzte Gottei und flüchtete. Und als alle anderen starben, tauchte Mukumana unter. Nun schlief Mukuma und durch Mukumas Traum wurde eine neue Welt geboren. Oh, ist das hier wie Link's Awakening, oder was? Ich bin, da ist eine Woche im Ball. Ich habe den blauen Schlüssel, aber den anderen nicht, weil ich nicht wusste, wie man da reinkommt. Ah. That's frustrating. Naja, immerhin ein. Und schon wieder fast am Früchtemaximum. Ich baue eine neue Früchtetasche. Uralte Geburtsgründe. Erstmal Post einschmeißen. Man vergisst ab und zu, dass man ja diese Aufgabe hat. Stimmt ja, ich bin ja ein Briefbote. Falls man geboren wird hier, falls jemand Post braucht, der gerade geboren wird. Alter! Das sind die! Das sieht so cool aus. Hier, diese Steine, die jetzt leuchten, ne? Es leuchten. Alter, guck dir mal das Ei an, hast du das gesehen? Ja, ja. Oh, und das im Hintergrund sieht ja auch aus, als würde da so ein riesiges irgendwie Viech sein oder so. Diese zwei leuchtenden Dinger sind jeweils 10 von denen hier. Ah, okay. Weil man an verschiedenen Stellen der Map diese... Also scheint das ja wirklich nicht auch relevant zu haben. Dinger ja. So opfert oder so. Ich weiß noch nicht, was das ist. Dass ein riesiger Terrorvogel entwächst. Wir haben hier nicht viele Besucher, du solltest mit dem Häuptling reden. Eben. Ich bin Sal, Häuptling der Anders und Wächter des Gottes. Mokumas Dunkelheit betrifft uns alle, doch ich kann nicht zum Dorf aufbrechen. Irgendetwas Böses wurde im Kristallgrund losgelassen. Viele meiner Clanmitglieder sind spurlos verschwunden, als sie in diesen alten Höhlen auf Patrouille waren. Ohne meine Patrouillen, die das Gottei bewachen und mit dieser Bedrohung in unmittelbarer Nähe, kann ich hier unmöglich weg. Ich möchte dir wirklich helfen, aber erst musst du mir helfen. Bring meine verschwundenen Clanmitglieder zurück. Eben kann dir den kann dir den Eingang zeigen. Aber sehr vorsichtig, wenn du dorthin gehst. Niemand weiß, was in den dunklen alten Tunneln des Kristallgrunds lauert. Oh, wow. Boing. Das ist übrigens das exakte Zitat war, sind das unsere neue Freunde? So, das war die, Titelüberschrift bei der Bild. Komm schon, ich zeig dir den geheimen Eingang. Komm mit.
Scheiße, ich will mich ja so umgucken. Das ist also das Gottei. Freaky. Hey, du da oben. Kann man mit dir auch reden? Ja. Wir anders bewachen das Gottei seit Generationen. Hat sich nun schon seit unzähligen Jahren nicht mehr gerührt. Doch der Legende zufolge wird ein Gott eines Tages schlüpfen. Wenn er schlüpft, wird eine neue Blütezeit beginnen. Nicht nur hier auf Mokumana, nein, auf der ganzen Welt. Hier geht's nach oben. Ach, da geht's wieder zurück. Kann aber auch gefährlich sein, wenn es auf der ganzen Welt passiert. Ich dachte jetzt, ich rolle ihn. Okay, dann gehen wir mal ihm hinterher hier zum Eingang. Das sieht so cool aus. Oh, das finde ich so witzig, dass ich das vorher jetzt schon ein paar Mal so gesehen habe und dann kommt man halt hier hin. Hi, Kleiner. Über uns ist ein versteckter Weg. Der Weg führt zum Kristallgrund, sei dort vorsichtig. Jesus. Tröd. Dass das auch wirklich einfach so eine Partytröte ist, ne? Das Allerbeste. Okay, wie kannst du da runter? Da kommt man wahrscheinlich eher wieder hoch irgendwann. Was ist das hier? Oh, Geheimgang. Na, du musst ja wieder diese nach oben. Diese ganzen Abkürzungen. Also ist ja richtig das. Nee, ich soll ja hier lang eigentlich. Ist das so? Ich glaub schon. Oh. Nein. Shit. Oh, hier ist doch. Das ist doch der Ort, wo Be Prepared einst gesungen wurde. Be Prepared. Hier lebt doch Heller von Sinnen. Ach, shit. Ich will mal hier unten weitergehen. Ach. Der Kreisch hat die anderen erwischt, aber ich glaube, ich konnte Oh. I think you die. Did he die this? Safe. So, wie spät ist es denn? Wollen wir mal zum nächsten Spiel gehen? Wir können, wenn du magst, zu Red Faction. Weil ich will euch ja jetzt ja auch nicht zu viel spoilern. Mhm. Und hier wird es ja scheinbar ein bisschen spannend. Wie lange hast du das denn schon gespielt und wie lange glaubst du, ist das noch? Also das bis hierhin werden so zwischen 3 und 4 Stunden gewesen sein. Und ich meine, ich war halt hier noch nicht. Das hier ist ja alles noch Level. Also alles, was weiß ist, ist halt noch Level. Also da kommen bestimmt noch 1-2 Stunden. Ja. Voll cool. Es ist ein super cooles Spiel. Ich mag es voll gern. Du hast zwar wirklich manchmal diese Stellen, wo du so denkst, ach komm schon, ich will doch nur in diesen einen Ding reinflippern und findest den richtigen Winkel nicht. Mhm. Aber ansonsten bin ich hier echt sehr, sehr angetan von. Sehr cool. Weil nichts ist so wie dieses Spiel. Ja, das ist wirklich nicht so selbstverständlich. Genau. Okay, ich stelle mal hinten schnell um. Du musst dich dann auch einmal einbinden. Ach ja, richtig. Ich setze mal kurz mein Mikro ab. Ich gehe mal bei uns auf Vollbild. So, und wir gehen aus dem Spiel raus. Und dann wechseln wir jetzt nämlich zu Red Faction Gria und spielen ein bisschen Zerstörungsorgie auf dem Mars. Und das wird uns Robin zeigen, das ist nämlich jetzt neu erschienen in der Remastered-Edition, wo sich, war das THQ Nordic? Ja. Ja, wo sich THQ Nordic ein kleines Wortspiel erlaubt hat, was ja irgendwie gern gemacht wird. So, es gab ja auch dieses Darksiders Warmastered Edition, was so gar keinen Sinn ergeben hat. Gar keinen. Aber es gab die Definitive Edition von Darksiders 2 und das wiederum ist ein Wortspiel, was funktioniert. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich weiß gar nicht, wie viel sie noch haben, was sie überhaupt HD re-releasen können. Wobei HD re-release ist ja auch falsch. Es war ja schon HD. Ja, stimmt. Deswegen ist es ja auch remastered. Auf der PS3 und Xbox 360 hießen die alle HD, die PS2-Versionen, die neu gemacht wurden. Und jetzt heißt es alles remastered. So, Robin ist schon im Steam-Account. Geht gleich los. Selbst in der Steam-Beschreibung steht es als Remastered. Auch immer mit den Bindestrichen, damit man es nicht übersieht. Achso, ich habe es vorher nicht nochmal angeschmissen. Ja. Musst gleich mal die Auflösung einstellen. Bevor es hier losgeht. Und ich hole mir dann mal den Chat. Hallo Chat. Bedrückt euch irgendwas? Kann man euch helfen? Aber ich hoffe, ihr seid eigentlich alle glücklich. Der ist sehr klein, der Chat bei dir. Kann man den irgendwie größer machen? Wenn ja, weiß ich nämlich nicht wie. Gibt es hier Schriftgrößen? Nee. Ja, Dopsy sagt, zu wenig Leute gehen auf patreon.com/hook. Genau. Helft Dopsy und geht auf patreon.com/hook, um uns zu unterstützen.
Hast du umgeschaltet? Nein. Sonst sehen die Leute das Spiel nicht. Hier müsst ihr jetzt wieder sagen, falls ihr irgendwie merkt, das Spiel ist zu laut, und sagt es wirklich, wenn das Spiel zu laut ist, dass wir das noch im Nachhinein korrigieren können. Genau, es sollte lieber die ganze Ecke leiser sein als genau. Hier. Also sollten ganz einfach verständlich sein. So, Red Faction Guerilla. Ich habe bereits das Gebiet, das ist das erste Gebiet, habe ich befreit. Komische Map. Und ich habe das zweite Gebiet befreit. Und jetzt bin ich hier quasi im dritten Gebiet, was aber auch gleichzeitig eins mit dem vierten Gebiet ist, was hier ist. Das ist Badlands und hier ist Oasis. Und dann gibt es noch Eos. Und ich glaube, das sind alle. Ja. Ganz kurz, wartet mal ab mit dem Spielton, bis hier Action ist im Spiel. Ich renn mal kurz damit irgendwo hin. Das hier ist das absolut dümmste Gefährt, was ich je in irgendeinem Medium gesehen habe. Was ist das? Das ist ein Fahrzeug. Und es gibt auch keine andere Kameraeinstellung. Es ist sehr nah an der Kamera. Oh, und ja. Das ist das unpraktischste Gefährt, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Weil es halt auch einfach so breit ist. Also ich mag es sehr, weil es so dumm ist. Aber es kann jetzt links noch einer ans Geschütz. Oder ich kann rechts, kann aber auch einfach selbst schießen. Oh, okay. So, jetzt während hier so Stress ist, solltet ihr uns noch gut hören können. Hallo, ich rede ein bisschen vor mich hin. Aber bisher ist der Ton wohl ganz gut. Okay, also, das Spiel ist ein in Anführungszeichen Open-World-Spiel. In dem Sinne, dass du halt eine offene Weltkarte so hast. Und dann sind da so Missionen. Das hier sind alles so... Ja, also Mission ist schon fast zu viel gesagt. Eher so, ich glaube nicht, dass die randomly generated sind, aber sie wirken so. Also ohne irgendwelche Einführung oder so machst du da einfach ein Gebäude kaputt oder hilfst irgendwelchen Zivilisten. Dann diese blauen Sachen sind einfach nur Gebäude, die du kaputt machen musst. Und dann gibt es halt noch hier die Hauptmission. Und ich würde einfach mal hier so ein Ding starten. Du wolltest gerade auch noch was sagen. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht im Kopf, dass das Spiel so groß ist. Das Map sieht zumindest so riesig aus. Und ne, wie natürlich alles, es muss hier Collectibles geben, die du farmen kannst. Vielleicht steht oben links, wie viel es gibt. Ich habe es vergessen. Warte, es gibt. Nee, zeigt er nicht an. Ich dachte, bei denen zeigt er auch an, wenn man die gefarmt hat. Machen es anscheinend nicht. Ich gehe mal zum ersten Destruction Target, nur um ein bisschen Money zu bekommen. Kapi schreibt, ein bisschen hässlich ist es ja schon. Ist es, ja. Es ist halt, also es wurde jetzt nicht wirklich, es ist halt eher ein hart, naja doch, es wurde neu texturiert. Ich habe mir so ein paar Texturvergleiche angeguckt und man hat schon wirklich viele, diese Autotexturen und so, sind schon alle ziemlich neu, aber es ist halt trotzdem ein Spiel, was braun ist, so sehr braun, also sehr viel sehr braun. Und that's it basically. Aber die Physik-Engine ist halt sehr geil. Das ist halt so ein bisschen das, was du immer bei diesem Spiel sagen musst. Ich wollte gerade sagen, das war bei Red Faction 1 schon so. Das sah, als es rauskam, auch nicht so mega geil aus. Also es hatte keine irgendwie Top-of-the-Line-Grafik, das allererste Red Faction. Aber es hat halt die Geomod. Und die ist halt, also ich glaube, weiß nicht, ob es immer noch Geomod hieß. Aber es ist so, wie auch immer es heißt, es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das Spiel jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, weil ein paar Leute gesagt haben, ist ein bisschen leise. Und habe mal selbst gegengehört und jetzt sollte es eigentlich passen. Okay, ich suche gerade nur meinen Weg zu diesem Missionsstartpunkt. Weil hier überall Berge sind. Hier, okay. Aber ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Mass Effect 1 Planet. Oh, stimmt. Ja. Das ist ein sehr schöner Vergleich. So, weil ich glaube, wir müssen einfach nur dieses Gebäude gleich kaputt machen. Ja, jetzt mal. Please. Destroy the building mit einer Mine und dem Hammer nur. Okay. Spreng dich durch die Berge, schreibt Obsi. Okay, die Mine muss ich dann gut nutzen. So ging das ja auch, dass man nicht nur Gebäude, sondern auch die Umgebung, nee. Also sich Tunnel graben kann? Nein. Nee? Nur Gebäude. Schade. Yay. Dass man das vor allem mit einem Sledgehammer macht. Ich glaube, die tragen, das muss ich gar nicht kaputt machen. Eigentlich will ich das Sledgehammer Games ein Remake von Red Faction machen. Ein Reboot, meine ich. Einfach nur, weil sie Sledgehammer Games heißen. Das ist wirklich zusammen. So, ne? Wenn du die Basis platt machst, dann geht's kaputt. Ja, ja. Alles, wird alles physikalisch berechnet. Kein Minecraft. But I think I'm doing a bad job. Also, ich würde ja sagen, eigentlich müsste es jetzt schon. Ich glaube, es stützt irgendwie hier drauf. Oder so. Wo steht denn das jetzt noch? Kannst du mal aufhören zu stehen? Alles physikalisch berechnet. Komm schon. Ah, ja. Ja, yes. Nicht? Na doch, ganz langsam, oder? Aber ich habe noch 5 Sekunden. Stimmt, du hast ja eine Zeit. Doch. Yay! Das war sehr knapp, aber gerade so geschafft. Yay. Nee, doch, es zählt, okay. B
Building Structure Critical. Ja. Okay, das war jetzt keine gute Zeit, aber reicht mal. Man kann es anscheinend auch in 15 Sekunden schaffen, wenn man diese Mine sehr gut legt. Dani fragt, was die Story hier eigentlich ist. Oh. Egal. Ja. Es war doch dieses, du bist ein Terrorist, aber es ist egal. Es hat wirklich kein, also, boah, das ist so eine richtige, wir haben einen Schuler 2009 gebaut und haben jetzt noch eine Geschichte. Also du landest hier als Troy Baker auf dem Planeten und dann sagt Liam O'Brien, dein Bruder, hallo, ey, willst du mal Terrorist werden? Und dann sagst du, nee, lass mal sein. Und dann wird dein Bruder umgebaut und sagst du, okay, jetzt bin ich Terrorist. Und das ist die Geschichte. Okay. Also mehr ist es wirklich nicht. Na gut. Ich habe jetzt gerade in der letzten Mission... Und das, wo die Red Faction Lore so viel hergibt. Ich habe gerade in der letzten Mission dieses wunderschöne Ding hier bekommen, was das hier macht, was ich sehr, 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 sehr gerne mag. So ein Nano-Gewehr. Wow. Und das ist wirklich super cool. Achso, ich dachte, das war Säure. Nee, das ist irgendeine Nanomaschine, weil das ja auch Teil der Geschichte jetzt ist, dass man hier irgendwie so ein Nano-Gerät, Alien-Gerät irgendwie gebaut bekommen hat oder sonst irgendwas. So, ich fahre. Wie riesig ist das? Kannst du nochmal ganz rauszoomen? Ach, so groß ist es. Es ist schon groß, aber man kommt. Es sieht irgendwie, man hat ja Fahrzeuge. Ja, es sieht aber alles da so extrem weit weg jetzt aus, deswegen. Es ist halt sehr leer. Also hier, es ist halt, deswegen sage ich, es ist jetzt kein GTA in dem Sinne, dass hier irgendwas in der Welt passiert, sondern du hast halt deine Missionspunkte und das war's. Also mehr passiert in der Welt halt nicht. Deswegen hast du jetzt keinen. Du fährst jetzt nicht einfach mal von A nach B und guckst, was passiert, so an dynamischen Ereignissen oder so. Das gibt's alles überhaupt gar nicht. Du hast die Leute umgefahren. Ja, ich habe sie zum Glück nicht getötet. Das ist wirklich ein sehr unpraktisches Fahrzeug. Weil wenn man sie tötet, verliert man tatsächlich auch so Punkte. Deswegen sollte aber noch ein normales Auto irgendwo rumstehen. Es gibt wirklich eine absolut absurde Anzahl an Fahrzeugen hier in dem Spiel. Das fällt mir immer wieder auf. Wo ist denn mein normales Auto hier? Ach, egal. Mach dir mal. Gibt es nicht, wurde geklaut. Ist doch GTA. Ja, ich bin halt, also dieses neue Gebiet, die Badlands, das scheint nochmal extra leer zu sein, weil die anderen Gebiete waren schon nochmal. Ach, das ist schon neu. Mehr bebaut als das hier. Ja, ist das dritte Gebiet. Oh, jeez. Ragdoll. Oh, jeez. Das ist erstmal, dass ich Fallschaden genommen habe. Normalerweise fällt man sehr viel aus. Sah aber sehr lustig aus, also. Also, ich könnte ja mal. Danke für diese Zuschaustellung. Habe ich hier, oh Gott. Sind hier nirgendwo Autos? Was ich mal machen könnte, ist hier hinfahren. Safe House? Ja, und dann, weil ich habe mir gerade erst diesen Teleporter freigeschaltet und dann von da aus mal dahin fahren, weil da ist ein bisschen mehr auch an Gebäuden. Loading Dust. Dust. Ja, so heißt das Gebiet. Das fand ich ja, genau das muss ich auch denken. So. Dieses Bild mit Dust als Namen sagt irgendwie sehr viel aus. Ach, ich spawne, das ist mein Fahrzeug. Ja, nee, ja. Hier ist okay. Nee, da hast du noch ein Buggy. Ist aber auch gewagt sein, einen Level Dust zu nennen. Schon, ne? Im Videospielbereich. Oh, bitte nicht. Nachdem das schon so etabliert jetzt ist. Direkt umgefallen wäre. Das hätte ich aber auch ein bisschen lustig. Gibt es keine Flip-Möglichkeit, wenn es irgendwie auf dem Rücken liegt? Nee. Nicht soweit ich weiß. So, dann gucken wir uns mal, wo wir hinfahren. Immer ein bisschen, ja, bis die Map aufgeht, ne? Yep. I don't know why. Weil wahrscheinlich, weil die Sitze so groß ist. Du hast keinen Schatten. Ich habe keinen Schatten? Das ist ja der Mars, da gibt es keine Schatten. Ach so. Stimmt, auf dem Mars gibt es ja keine Sonne. Ich muss jetzt gerade sagen, ich habe jetzt gerade halt im Menü noch die Grafik hochgedreht. Vielleicht hat er das noch nicht übernommen. Ja, ich habe es auf Off-Shadow hochgemacht. Daran könnte es auch vielleicht liegen. Warum wir keinen Schatten haben. Weil es ja hier ist auf einiges auf Low gewesen. Ne, nur die zwei Sachen. Ich wollte es auf Very High machen, hab's aber auf Low gestellt stattdessen. Du hast einmal zu weit geklickt. Hey. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Holy shit. Also es sieht immer noch nicht so richtig gut aus, aber es ist schon ein Upgrade. Es war mir neu, dass es auf dem Mars Schatten gibt. Aber guck mal, das sind alles unterschiedliche Fahrzeuge. Das finde ich irgendwie total weird in diesem Spiel, dass es so unglaublich viele, teilweise richtig absurd coole Fahrzeuge gibt. Ja. Naja, wissen viele nicht. Das hatte eine direkte Verbindung mit Nuts and Bolts, Banjo-Kazooie. Mm. Und hat sich von diesem Spiel die Fahrzeuge füttern lassen. War eine ganz komische Kooperation damals. Die heißt immer wirklich EDF-Soldiers. Ne? Nee, das ist noch nicht mal Troy Baker. Nicht? Die hören sich nur alle so an. Die sehen doch alle so aus. Alle männlichen Charaktere sind genauso offen. Nee. Das hört sich fast so an, aber ist er nicht. Von einem Troy Baker Soundalike. Ja, ich habe geskippt, wa? Würde ich schon erschließen, was ich machen muss. Checkpoint, kill the EDF. So. Das kriege ich hin. Wir sollen EDF umbringen, das will ich aber nicht. Mach ja, EDF. Das ist tatsächlich das Ziel. Was das muss ich jetzt beschützen? EDF. Das ist Troy Baker. Ich klang halt gerade exakt genauso. Jetzt true.
gucken wir mal, ob wir ein paar Gebäude haben. Und die keine Reifenspuren, Mats wäre schon raus. Oder hast du Reifenspuren? Nee, ne? Hallo Leute! Oder wenn dann nur subtile. Oh, oh, das ist cool. Ja. Yes. Let me in! Let me in! Oh nein, er hat einen Hammer, was sollen wir nur tun? Man stirbt leider sehr schnell. Also das Spiel ist viel schwieriger, als es sein sollte, wie ich finde. Man kann es auch einfach stellen, aber das habe ich noch nicht gemacht. Das passt halt null zu dieser Art von Spiel, finde ich. Ja. Das hat auch ein Cover-System, komischerweise. Oh, das funktioniert so gar nicht. Ja, weil es halt 2008 rauskam. Ja, ja, ne? Aber das benutze ich nie. Weil, also erstmal habe ich jetzt, dadurch, dass das alles zerstörbar ist, bist du ganz dann so Cover, wo du so halb gegen Clips, aber nicht so richtig. Oh, den, Robin, wie konnte ich jetzt hier eigentlich den Chat größer machen? Geht das einfach nicht? Nee. Aber es war schon mal größer. Ich bin verwirrt. Was? Come on! Yay! Oh, fast. Oh, das wäre super gewesen. Oh, das sind unsere Kannst du E-Mails ranschauen? Ach, stimmt, ich muss die, nee, ich muss. Nein, Tom! Das sind unsere Leute. Sorry. Oh, warte auf mich! Haftgranaten für jeden. Ich hab vergessen, dass ich hier Leute beschützen muss. Ja, das ist so. Hm. Ich verstehe schon, ehrlich gesagt, wieso hier, wer auch immer es vorhin war, der meinte, ich habe da 100 Stunden reingesteckt. Ja, gerade also, damals. Diese, auf jeden Fall. Genau, diese Gameplay-Basis ist halt so cool. Fuck off. Wieder so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wo die Handbremse ist. So ein bisschen gegen die Sonne guckt, sieht sogar ganz nice aus. Jetzt hast du. Oh. Hat das dieses. Nee, bist du gerade ausgestiegen? Ja, ich bin auch ausgestiegen. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, das hat you. Hier aus. Kasse dich! GTA 4, wo du so rausfliegst, wenn du zu schnell irgendwo gegenhaust. Oh, ich glaube, der explodiert gleich. Echt? Oh, fuck. Was ist das denn gerade? Ich hab nochmal Y gedrückt. Oh, dass man sich selbst ragdollen kann, finde ich aber lustig. Weird, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Du hast quasi aufgehört, ins Fahrzeug zu steigen. Schon, ja. Abgebrochen. Wir haben sogar ein neues Fahrzeug eingestellt. Ja, Twitch Defense Force, wir sind mit Yoku's Island Express durch und spielen jetzt noch ein bisschen Red Faction Guerilla. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr die PC-Version von Guerilla besitzt, habt ihr dieses Remaster kostenlos in eurer Bibliotheca. Habe ich gerade vorm Stream bei dir auch in der Steam Library gesehen, dann hast du trotzdem noch die alte Version. Mhm. Ja, das ist ganz cool. Ganz oft löschen die das dann, ja, aber für diese Wand fällt einiges aus, aber weißt du was? Wie haben wir das denn? Geil. Ach man, wie cool das ist. Warum? Ja, es ist crazy, dass das nicht. Warum gibt's das nicht in einem oft guten Spiel? Also ich meine, ist das ein gutes Spiel? Ja, also aber ich meine, in einem besseren Spiel. In einem modernen Spiel. Spiel ist vielleicht besser ausgedrückt. Weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass Guerilla ein schlechtes Spiel ist. Geh kaputt! Das ist so schwer. Nur noch an so einem kleinen Spiel. Oh shit, ich bin fast tot. Oh, ja. Ich bin fast tot. Ah! Ah, jetzt ist er eingestürzt. Oh, manchmal dauert es einfach ein bisschen. Ist halt wirklich physikalisch. Ja, das finde ich cool. Ja, hau sie mit dem Sledgehammer. Och, dass das so einen Nahkampf auch hat, finde ich irgendwie gut. Das müsste noch so Fähigkeiten haben hier aus Destiny. Weißt du, wo du so den Hammer auspackst und dann so Sprünge machen kannst? Oh und ja. Sowas? Das würde noch voll passen. Ich habe ja am Wochenende eine Stunde eine Stunde Destiny 2 gespielt. Als kostenlos war? Als kostenlos war, auf dem PC. Und war erstmal total überrascht, wie mega flüssig das läuft und ja, gut aussieht. Ja, ist auf super PC, gut optimiert. Das ist extrem gut optimiert. Ich habe das auf dem PC auch schon wirklich eine ganze Menge gespielt sogar. Ja. Und ich sagte dann so, ah, das macht echt Spaß, vielleicht spiele ich das mal weiter. Und dann habe ich vergessen, dass ich ja an einem kostenlosen Wochenende war. Mhm. Und als ich es dann jetzt in der Woche nochmal anschmeißen wollte, war so, ja, musst du jetzt kaufen. Das habe ich dann nicht gemacht. Eigentlich, bis vor hast du es denn gespielt? Ja, wirklich nur diese inszenierte. Weil das Spiel ist kostenlos auf dem PC, bis die ersten zwei Planeten sind kostenlos auf dem PC. Echt? Mhm. Ja, weil als ich mich jetzt nochmal einloggen wollte, kam so Fehlermeldung. Vielleicht lag das an dem Charakter, dass du den währenddessen gemacht hast, weil auf dem PC quasi die Demo-Version sind die ersten beiden Planeten. So 5 Stunden, 6 Stunden oder so. Vielleicht habe ich auch gerade einen Serverfehler erwischt. Keine Ahnung, ich habe dir auf jeden Fall gespielt. Weil es stand immer noch Play da, aber wenn ich Play gedrückt habe, kam ich nicht weiter. Also dann kam so eine Fehlermeldung. Das hört sich tatsächlich nach irgendeinem Serverproblem an. Alter, come on. Kannst du jetzt mal... Stirb! Jesus. Man hat auch ständig Munitionprobleme in dem Spiel. Ist auch komisch. Ja, passt auch nicht dazu.
Ich frage mich dann immer bei so Spielen, wie die Design-Talks waren, weißt du? Als ob so zwei Leute an einem Tau in verschiedene Richtungen gezogen haben. Ja, schon. Aber hier haben wir was sehr Gutes gefunden. Das beste Feature vom Spiel, womöglich die Max. Ah. Ach ja, guck mal. Den Mech hat, das ist aber ein kleinerer Mech. Ich glaube, der wird gar nicht so geil sein. Weil mit den richtigen Mechs läufst du einfach durch die Gebäude durch. Oh, das ist ein Jump Lightwalker. Der hatte ich noch gar nicht. Wow. Cool. Awesome. Kann er irgendwas? Ja, oh, das ist ja super cool. Holy shit. Ich muss das Gebäude kaputt machen, aber ich muss das Ziel. Okay, ich kann oh, das. Geil. Der ist doch geil. Geronimo! Ach Mann, das ist so cool. Das ist wirklich, also ich habe mit Gea damals echt so wenig Kontakt gehabt und mir auch wenig angeguckt, deswegen kenne ich das ja alles gar nicht. Mhm. Bin jetzt eigentlich nur noch erstaunter, dass der Nachfolger so gar nichts hiermit gemeinsam hat. Er hat also die Zerstörung hat er ja. Ja, aber nicht so richtig. Naja, doch, schon so richtig. Nur in einem kleineren Maßstab. Aber es hat die gleiche Engine, weißt du, die das ja genauso wie darstellt. Halt nur noch in vorgegebenen. Da hast du halt gegen diese Aliens gekämpft und ja. Total. So, oh Gott, ich hoffe, die haben jetzt. Wobei, so richtig viel habe ich Armageddon auch nicht gespielt. Gab's mal ein Giga-Gameplay zu, glaube ich. Ich hab's durchgespielt damals. Und das war. Das hatte dieses Einhorn, ne? War es das Einhorn? Ich glaub schon, ja. Fuck this wall. Boah, das ist aber super cool. Oh, was hast du mit dem machen können? Tschüss. Yay! Yeah. Oh. Das ist super. Nicht einfach mit dir zu zielen. Ja, also 10 Euro ist halt schon wert. Ja, auf jeden Fall. Doch. Oder das Ballern macht halt nicht so mega viel Spaß, ist aber okay. So, nichts hier ist halt wirklich schlecht, weißt du? Die schlechten Sachen sind halt okay, aber die coolen Sachen, nämlich das hier, sind sehr, ja, das, was sehr cool. Schlecht ist, ist die Spielstruktur, oder? Ja, naja, ich würde halt auch sagen, also ist auch nicht schlecht, ist halt alles okay. Das ist ja das, was ich sagen will. Das Ballern ist okay, die Missionen, siehst du ja, sind so okay. Die Story ist schlecht, aber es ist irgendwie auch okay, dass die schlecht ist. So, mit diesem Mech rennen wir jetzt mal schön hier hin. Ich wollte übrigens auch gar nicht sagen, dass Armageddon ein schlechtes Spiel ist. Es ist nur so eigentlich nicht das, nicht darauf ausgelegt, auf das, was Red Faction am besten macht. Ja. Aber damit hat diese Reihe sowieso ganz große Probleme. Weil selbst Red Faction 1 war ein ziemlich normaler Shooter. Der hat nie gespielt. Ich habe den witzigerweise vor einem Jahr oder so mal ziemlich weit gespielt und dachte so, das ist so faszinierend, so wie da so Design und Gameplay nicht ineinander greifen teilweise. Leute. Aber wenn ich das hier sehe, also dieser Runner, schon ein bisschen Bock drauf. Dieses Viech hier ist so lustig, wie das so diesen Grashüpfer durch die Gebäude hüpft. Bring ihn zum Fall. Geh kaputt! Ja, kommt gleich runter. Der kommt auch schon in die Leiter runter, aber. Hat sich noch gerettet, hat dann nur nichts gebracht. Ich würde gerne die Kamera ein bisschen weiter rauszoomen können. Warum nur? Ja, weil würde mal ein bisschen mehr von der Zerstörung sehen. Boah, ist so geil. Oh, das ist ja das perfekte Feierabendspiel eigentlich. Ja, und das ist halt wirklich so ein richtiges Spiel, was du mit Freunden Podcast einfach anmachen oder mega genau, viel Laune macht. Wo du dich so abwechselst, einfach, okay, was. Jetzt gucken wir mal, wer hier am meisten Zerstörungen macht. Und dann gibt es ja sogar diesen eigenen Modus dafür. Was hier besonders. Oh, kann ich den Panzer benutzen? Den habe ich ja nie benutzt. Ey, weg da, ich will den benutzen. Ist der da eingestiegen? Ja, genau, geh wieder raus. Ja, danke schön. Komm hier rein. Ja, oh nein! Oh nein, der versucht gerade auch so, okay. Der kam nicht ran. So, Tank. Hiermit fahre ich. Rage rotate ich, feiere ich nicht. Ja, bloody, mein gerade Panzer fahren ist auch nice. Geil. Okay, der wird aber auch nicht so mega viel aushalten. Wo sind denn die nächsten Gebäude? Hier. Oh, das ist sogar so ein. Was ist denn das? Ein Outpost. Fahren wir mal dahin. Wie du hier schon das Chaos angerichtet hast. Es hat halt aber auch so den nötigen Umfeld, wenn du durch Fall. Irgendwas durchfährst, dass es nicht so also plastikhaft wenn wird. Das Spiel eines kann, dann auf jeden Fall das. Komme ich denn da hin? Muss ich da. Weil ich glaube, ich muss hier irgendwie lang. Ja, ich habe das. Reinzoomen, oder? Nee, ich bin ganz. Ach so, weiter geht nicht?
Warte mal, ich glaube, ich muss eher tatsächlich da lang. Geh mal aus dem Weg schon mal. Das hat gut funktioniert. Dass sie auch alle diese Future Guns haben, ne? Mhm. Muss alles irgendwie Laser sein. Fuck. Guck, da oben muss ich lang. Okay. Ist das da oben die Lebensleiste deines Panzers? Ja, genau. Okay. Sehr subtil irgendwie. Ja, komm, krieg die Kurve. Dankeschön. Oh. Daneben. Baumfell. Yay. Also ein bisschen aus entfernen, damit ich sehe, wie es geht. Hallo. Oh fuck, nee, ich mein Panzer ist fast kaputt. Ich muss jetzt reinfahren. Go, 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 go. So, damit er da drin explodiert? Ja, damit er mich halt so viel... Oh, ich kann nicht mehr fahren. Oh, ich glaube, ich explodiere jetzt deswegen. Ich wollte einfach so viel Damage machen, dass es noch geht. Okay, ist gerade explodiert. Wir wissen momentan wirklich nicht, was Volition macht, oder? Nee. Aber wir wissen, dass noch die viele Leute verloren haben. Ja. Also sowohl, also auch schon nach Sensor 4, da arbeiten wenige Leute, die halt... Oh shit, das wissen Freunde, sorry. Agents of Mayhem gemacht haben? Nee, die Sensor gemacht haben. Ja, aber die danach haben sie doch Agents of Mayhem. Ja, genau, aber das war schon ein sehr anderes Team, als die vorher waren, ja, das würde ich sagen. Und danach Agents of Mayhem wurden ja viele Leute, also ist das ja sehr geschrumpft, dieses Team. Aber was man seitdem, aber nichts mehr, aber ich glaube, es ist relativ safe davon auszugehen, dass die Saints Row machen, unter THQ Nordic. Warum sollten die sonst gekauft haben? Ja, Saints Row war, glaube ich, die stärkste Marke. Ja. Aber ich finde Agents of Mayhem so komisch. Naja, es kann natürlich auch, also vielleicht machen sie, ich meine, das war ja ein Saints Row Spin-Off. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das war wahrscheinlich auch schon eine Entwicklung, bevor THQ Nordic dazu kam. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass tatsächlich auch Red Faction-mäßiges kommt, weil... Also das Remaster hier ist vielleicht so ein, wir gucken mal, wie viel Interesse da ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil ich habe ehrlich gesagt auch im Kopf, dass Guerilla so ein bisschen so leichten Kultstatus genießt. Also dass das schon ein beliebtes Spiel war. Auch wenn es jetzt nicht so ein Ding ist, wovon du irgendwie tagtäglich Leute hörst, die sagen, oh Gott, wir brauchen noch eins. Nee, das war, hat aber damals auf jeden Fall richtig eingeschlagen. Kann ich mich auch erinnern. Mhm. So, wollen wir mal in den Wrecking Crew-Modus reingucken? Können wir gerne machen. Spielen wir dann abwechselnd oder was? So, glaube ich, funktioniert der Modus. Wir gucken einfach mal. Es gibt auch einen klassischen Multiplayer, aber why? Why would I do this? So, es gibt hier einen Total Chaos-Modus, wo man in einer Minute so viel wie möglich machen muss. Man kann aber auch Zeit damit ausmachen einfach. Es gibt einen Biomodus, wo man einen von den drei Walkern spielen kann. Das hier ist Online-Highscore-Jagd. Und das sind einfach weitere Varianten davon. Sollen wir erstmal den mit normalen Waffen machen? Sure. An zwei Spieler. Hier, es gibt eine ganze Menge Maps und das finde ich ein bisschen. Es gibt noch eine exklusive Map, die dazugekommen ist von THQ Nordic. Da machst du ein Games for Windows Live-Logo kaputt. Ernsthaft? Und das Original einfach nur eine braune Wüste mit dem Logo in der Mitte. Also dafür habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt. Das ist mir zu billig. Findest du? Too easy. Findest du? Ja, es ist mir zu einfach. Der Rest ist halt. Ich finde das so als random Binary ehrlich gesagt voll witzig. Aber Games for Windows Live wurde ja schon 2014 rausgepatcht, weißt du? Das ist halt so, wow, das ist schon längst tot und vergraben. Warum kommt ihr jetzt an? Das arme Games for Windows Live. kann mal jemand, der dieses Spiel früher gespielt hat, mir empfehlen, welche Map cool ist? Ich habe also die DLC-Maps sind natürlich auch dabei. Hier meinen noch ein paar Leute, der Multiplayer war nice. So, dann würde ich sagen, oh, es gibt halt so viele Waffen hier. Ich kenne halt so Thermobaric Rocket. Weiß ich, was es ist. Nano Rifle ist das, was ich hatte. Gauss Rifle kenne ich aus anderen Dingen. Singularity Bomb hört sich ziemlich gut an. Stonebreaker ist einfach nur die Axt. Shattermaster, keine Ahnung. Ach so, ich glaube Gutter, Goldbreaker und Shattermaster und Stonebreaker sind alles Äxte. Bloody schreibt Komplex und ich glaube, so hieß eine der Maps. Kann das sein? Okay, ja. Dann machen wir mal Komplex. Also sollen wir dann das Nano-Rifle nehmen oder was? Singularity Bomb hört sich halt schon sehr gut an, ne? Man kann halt nur eine Waffe nehmen. Einfach mal eins probieren. Ja. Wir können ja dann nochmal. So, und willst du Jetpack haben? Willst du so einen Forward Thrust haben oder Rhino, damit du durch Wände rennen kannst? Schon mal, kenne ich nicht. Rhino klingt auch cool. Aber ich glaube, Jetpack in Kombination mit Singularity Bomb könnte ganz lustig sein. Soll das Building schnell oder eher lang? Wie schnell soll das kollapsen? Schnell. Nee, keine Ahnung, ganz normal.
Ganz normal. Normal. Normales Low. Okay. Onsman 2, Barrels on, no time limit. Ich weiß halt, also, wann ist die Runde dann vorbei? Deswegen das verstehe ich auch nicht. Lass mal das mal an. Okay. Nee, jetzt hast du jetzt nicht no time limit on gemacht? Oh, ja. Aber ich gucken, muss sowieso mal die Steuerung jetzt, ja. Überhaupt erstmal raffen. Ich glaube, es geht einfach so lange, bis man keinen Bock mehr hat. So, mal gucken, was die Singularity Bomb macht. Nichts. Oh, geil. Nice. Oh, das ist genau das, was ich erwartet habe. Oh, das ist so. Wow. Okay, warte, da können wir mehrere davon legen. Yes, we can. Okay, das war jetzt abseits, aber. Darf ich dann mal in dem, wenn wir keine Zeit haben, die Steuerung ausprobieren? Ja, ich lass mich kurz alles voller Bomben legen. Kann ich einmal zünden? Ach so, das ist ein Zeitding. Was? Ich zünde die gar nicht von Hand. Genau. Die anderen Bomben zünde ich von Hand, deswegen. Das ist ja fucking awesome, Alter. Okay, jetzt passt gut. Zieh es hier rein, Alter. Holy shit. Gibt dem Chat auch ein paar Tipps, welche Waffen gut sind und welche nicht. Genau, guck ich nochmal an. So, also. Shattermaster sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das? Auch wenn du RB hältst. Nee, der passt ja gar nicht. Kann man auch springen. Okay, aber das ist. Okay. Hier kann noch eine Bombe bringen. Hier. Von mir muss man gar nicht wissen, ne? Leg die mal in das Gebäude rein, das eine, was noch komplett steht. Hinter dir ist noch eine, ist komplett ganz. Geh da mal rein und leg es mal so in die Mitte. Und dann sprinte raus. Also sprinten ist LB. Nee, sprinten ist das. Achso, das wird dann ersetzt, okay. Achso. Irgendwas einfach mal hier rein? Ja. Lauf! Sehr cool. Geht jetzt langsam kaputt? Ja! Oh, wow. Ach, schön. Richtig toll. Okay. Also machen wir jetzt nochmal Quit. Mhm. Accept. Okay, also ich würde sagen, wir probieren mal den Shattermaster. Was auch immer das ist. Off. Okay, Rounds to win 2, Shattermaster. Mhm. Also nicht Singularity Bomb. Genau. Ach, hier, Shattermaster. Okay. Komplex, aber ich würde mach mal Backpack Rhino oder ich würde mal oder was oder Shatter, ich weiß nicht was oder das letzte war Tremor. Tremor. Ich weiß nicht was es ist, aber bei Rhino ist halt Tremor auch cool. Klingt für mich nach etwas, was man auf dem Boden können wir mal, auch mal ausprobieren. Probieren wir einfach mal. Ja. Okay. Dann machst du zuerst eine Runde eine Minute und dann ich. Ja, gut. Das ist so ein kluger Modus für dieses Spiel. Ja, also ich mag auch diese auch mal abwechselnde Multiplayer Modi. Okay. Okay, Shattermaster ist einfach nur eine normale Axt. Ja, da hat sich, glaube ich, irgendjemand vertan. Sorry. Ach so, jetzt verstehe. Nee, das ist meine Schuld. Wieso? Ermesrat hat geschrieben. Pass auf. Was denn? Es haben direkt unmittelbar nacheinander. Erst hat Elmström geschrieben, Shattermaster ist der Hammer, dann hat Buddy geschrieben, Singularity Bomb ist der Hammer. Aber Elmström meinte, dass Shattermaster der Hammer ist. Und Buddy meinte, okay, das ist aber leicht missverständlich. Oh, ich bin gestorben. Das ist leicht missverständlich. Ich verstehe noch nicht so ganz, was LB hier macht. Na, stell dich mal neben Gebäude damit. Das macht wirklich ein Erdbeben. Das ist ja cool. Okay. Wenn das dann schon wackelig ist. Deswegen habe ich da Schaden genommen, wenn ich drin stand. Das heißt, wenn ich das jetzt... Oh, was? Achso, meine Zeit ist um. Mhm. Aber heißt das jetzt, du bist dran? Ja. Oder bist du zweimal nacheinander dran? Rounds. Deswegen, das frage ich mich jetzt auch. Sind wir jetzt? Ich bin Chuck. Ich bin jetzt Chuck oder Alec. Ja, ich bin dran. Okay. Der Hammer. Der Hammer. Das ist aber Hammer. Super. Das finde ich gut. Ja, wenn man so drin steht, macht es aber auch Schaden. Ja, genau. Nee, ich mach keinen Schaden, die Sachen fallen einfach auf mich drauf. Also nee, aber du kriegst Schaden dadurch. Das ist halt mir gerade passiert, bin einmal gestorben. Ja. Das war eine Explosion im Gebäude, bin ich mir relativ sicher. Naja, kann ja sein, dass da irgendwas auf dich drauf fällt. Dann kriegst du wieder Schaden. Nee, aber von der Explosion. Hiervon bekomme ich keinen Schaden. Ja, aber, also,
Das ist mir schon klar, dass du nicht Schaden kriegst, wenn du irgendwie wenn nichts um dich rum ist. Aber deswegen sollte man es ja trotzdem nicht in einem Gebäude machen. Ja. Dann nehmen wir als nächstes mal eine andere Waffe. Ja, machen wir die zweite Runde auch nicht. Riskant, Robin. Na, selbst wenn ich sterbe, ist ja egal. Hauptsache Damage. Ja, aber es kostet Zeit. Aber es... Tremor! Die haben sich aber schon ein bisschen was einfallen lassen mit den Waffen und so. Auf jeden Fall. Okay, dann suchen wir das noch mit einer anderen Waffe. Ja, Tremor lässt die Fässer hochgehen, sagt Kernspalt. Ja. Mach ich mal Rhino. Ich will nochmal eine andere Map probieren. Das sieht ziemlich cool aus. Sure. Obwohl und das man nicht Shattermaster. Watchtower. Was Stonebreaker? Das, ich glaube, Stonebreaker, Shattermaster, Goldbreaker sind. Was ist denn Gatter? Kann mir das mal jemand schreiben? Und wenn wir das schreiben, nehmen wir einfach mal die. Folgen wir mal Gauss Rifle aus. Oder nee, Gauss Rifle macht nicht. Kernspalt-Kartoffel sagt Rocket Launcher plus Thrust empfehle ich als nächstes. Okay. Dann ja, Thrust und dann mal bitte sagen, was. Gatter ist auch nur ein Skin. Ja, für was? Okay. Ja, für eine Hammer wird es dann sein. Ja, das sieht auch gut aus. Darf ich wieder zuerst? Okay. Hier. Doch, ihr seid Google. Für uns seid ihr Google. Ihr seid unser Google. Was ist, wenn ich jetzt in so ein Gebäude rein thruste? So, nee, Thrust ist so ein. Okay. Ist das ein Mini-Jetpack oder was? Das ist so ein. Au, ich hab was abbekommen. God damn it. Ja, das ist einfach ein so ein. Ah, okay. Ein einzelner. Das sieht cool aus, das Gerät. Wie weird, dass ich das noch keines Mal im Singleplayer bekommen hab. Das ist wirklich ein recht integraler Bestandteil dieses Spiels. Dass du diese Fähigkeiten bekommst. Yes. Oha, du machst. Du bist gerade sehr gut hier drin. Ah, ich finde, irgendwas ist auf mich raufgefallen. Nein! Dude! Ich hab die ganze Map einfach kaputt gemacht. Ich könnte meinen, das ist der Spielmodus. Da müsste noch Chance zum Wachsen für mich sein. Thrusted durchs Gebäude empfiehlt. Kernspaltkartoffel. Kann ich hier gleich mal probieren. Ich meine, viel effektiver als das würde es auch nicht sein. Ach so, Zeit ist vorbei. Irgendwie signalisiert es einem das ein bisschen schlecht. Good luck. Thank you. Ich versuche mal durchs Gebäude zu thrusten. Yep. Ich thruste aus. Haha. Das ist wie Alec Mason, aber ist egal. Ah, wir haben einen Spieler gemacht, deswegen. Oh, okay, ja. Oh, what? I get it. Man kann einfach durch thrusten. Oh, geil. Holy shit, das ist ja super cool. Macht einen zwar selbst auch ein bisschen kaputt. Ich wollte gerade sagen, wie er keinen Kopf mehr hätte danach. Wie er gar nichts mehr hätte. Das ist ja die allerbeste Fähigkeit, Alter. Bis zum Hulk. Oh shit. Oh. Oh boy. Welcher Super Hulk? Juggernaut war das, ne? Oh. Der so durch Wände Rhino. Rennt. Rhino. Ich glaube, das sind zwei Superhelden, die das machen. Ich dachte, du hast gefragt, wie die Fähigkeit heißt. Achso. Ja, stimmt. Nee, Rhino kriegt aber auch wie ein Superheld. Ich meine, der ist ja, glaube ich, aus Spider-Man. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wie viele Punkte ich gerade hatte. Ich auch nicht. Also wir haben nur einen Spieler ausgewählt, aber sehen wir vielleicht einen Vergleich zwischen den beiden Runden? Wir haben halt beide alles kaputt gemacht. Das macht sehr viel Spaß. Ja, toll. Also, einen Spieler zu machen ist vielleicht nicht so smart. Ich hab die Runde gewonnen. Komm, lass mal mit den Behemoths versuchen. Was war Behemoth? Nein, die Walker. Ach, die Walker, okay. Welchen Walker willst du? Willst du... Juggernaut war X-Men, Rhino ist Spider-Man. Genau. Sagt Mitochondrien-Salat. Hello, runs to in... Mal eine. Welche Map könnte sich denn dafür gut eignen? Der Screenshot könnte aber auch. Das sieht irgendwie möglicherweise cool aus. Hm. Das probieren wir mal. Ja. Heavy Walker sind genau, wir das sind jetzt nicht die wir gerade hatten, sondern das sind fettere Dinger, die so. Dann fang du mal zur Abwechslung an. Okay. Das ist deutlich fetter.
Und du kannst halt mit LBRB rechts oder links swipen und mit LTLT nach links oder oben, oben oder unten schlagen. Okay. Und ansonsten irgendwie springen oder? Nee, kannst du nicht. Mit dem. Yes! Aber der kann einfach nicht alles durchlaufen. Deswegen frage ich mich gerade, wie mit dem. Ich verstehe schon, warum sie das im Trailer zu klassischer Musik haben laufen lassen. Auch wenn das nicht sehr kreativ ist, aber es funktioniert auch irgendwie immer. Oh geil, yes. Ja. Ja, Axel Lego schreibt auch, schade, dass sie wenigstens für den Modus nicht mal andere thematische Areale jenseits des Mars stimmt. eingebaut haben. Also, naja, ich meine, sie hatten halt die Assets, ne? Genau. Das wird halt so aber ein er schreibt halt auch Wälder, Städte, Freizeitparks. Das hat nur funktioniert, weil sie das so noch... Oh nein, steht das Gebäude hier noch. Damn it, das ist ja unbefriedigend, dass das doch so komplett steht. Das wirst du einfach besiegen können. Ja, er sagt halt nicht. So, 68.000, okay. Das kriegst du hin. Jetzt kommt Chuck. Der Chuggernaut. Haha, Chuggernaut. Chugger, Chugger. Fangen wir da an. Auch das fühlt sich einfach gut an, ne? Wie es so ja, läuft. Ja, weil es so schwer ist. Viele, was für ein schweres Gerät dies ist. Yes! Klingt ja wie so ein Kind. Oh, die, ja, die Brücke geht kaputt, während wir drauflaufen, das ist super cool. Ach, sehr gut. Das, oh, das, oh Gott, du hast mich. Du wirst mich automatisieren. Ja? Ich hab da unten halt nichts kaputt gemacht. Ja, schon. Ah, wenn du das Gebäude nicht kaputt. Oh! Komm! Oh! Warum, warum fällt es nicht, Robin? Oh! Warum fällt es nicht? Yay! Warum fällt es aber nicht? Aber wir sind jetzt zwei Runden. Noch eine Chance. Das ist ja unfassbar. Okay, mal gucken, ob das kaputt geht. Oder habe ich eine Runde gemacht? Ich habe eine gemacht. Wir machen. Ja, Ken Spoilkartoffel, wie gesagt, kann ich verstehen, dass man hiermit gern viel Zeit verbringt. Expansion sieht auch mit dem. Wir machen mal den Lightwalker. Dann probieren wir mal Expansion. Ich habe mal zwei Runden gemacht. Und dann kommt. Das gerade war wieder eine Runde. Genau, habe ich versehentlich. Und dann kommen wir, glaube ich, auch mal so langsam sicher zum Ende. Yes. Hier ist einfach nur eine lange Brücke. Das war auch lustig. Aber der kann nicht so durchlaufen, ne? Nee. Ja, stimmt, das ist sehr viel methodischer dann. Ah, jetzt mal kriegt die kaputt in der Minute. Hm. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen? Das ist wie Bridge Constructor, nur andersrum. Ja, Bridge Deconstructor. Durchfliegen? Komm ich da hoch vielleicht? Oh, ist da oben noch was? Ja, ich meine von der oben die Rücke so kaputt machen. Jetzt hättest du einmal so einen Schlag nach unten machen müssen. Ich will ja drauf. So. Ja, so will er nicht leider. Doch, hier. Oh, doch. Break. Yay. Yeah. Doch, das gibt Punkte. Das ist ein paar. Okay. Das war ein Fass. Fuck. Ah, nein, du legst fest. Ah! Oh. Gut, das ist vielleicht nicht die allerbeste Maps. Hm. Ja, und mach ich das jetzt? Machen wir auch nur die eine Runde. Dann machen wir noch eine Map, weil die jetzt nicht so cool war. Ja. Probier's mal strategisch. Aber da müsstest du die ja komplett kaputt kriegen mit dann. Du bekommst ja fast gar keine Punkte, nur durch die Streben. Ach Gott, der braucht so lange, um sich zu drehen. Mhm. Was ist, wenn ich hier die Supports wegnehme, alle? Dann sind da ja noch ganz viele. Ja, aber vielleicht bricht so ein Teil der Brücke runter. Oh, meinst du? Dabei ist nicht. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, ja, das könnte. Ich glaube, dafür. Ja. Ich glaube, das wird nichts kommen. Nee. Ja, ich wollte es aber mal probieren. Wie so ein kleines Kind, so ein Kindermeck, was so.
Okay, gehen wir ins Menü zurück. Eine sehr stabile Brücke. Dann wähl du mal die letzte Map aus. Nee, macht man das hier drüben? Ja. Kannst du einfach warten? Ja. Achso, nee, ich bin ja zwei Runden genau, muss aber Quit Game okay. machen. Sorry. So, Players 2. Und den Walker, den du haben willst. Erstmal Map. Lass mal im Chat noch eine. Der Kernspaltkartoffel und so, da gibt es ja ein paar Leute, die sich auskennen. Noch eine Map-Empfehlung. Wollen wir dann wieder den Lightwalker nehmen, oder? Combat Walker ist halt Raketen. Dann lass doch mal Combat Walker. Okay. Nehmen. Machen wir zwei Rounds, okay. Und dann fehlt nur noch die Map. Falls es da noch eine Empfehlung gibt. Abandoned Stratosphere, Invasion, Nordic Bonus, Complex, Watchtower, Vista, Factory, Cascade, Pipeline, Scrap. Scrap Heap sieht ehrlich gesagt ganz gut aus. Gib mal die Map, genau, das machst du gerade schon, okay. Fortress, Gulch, Transmission, Ruins, sind wirklich viele Repercussion, Imperial, Expansion, Frost. So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch. Abandoned. Ah, ansonsten würde ich Scrap Heap nehmen, wenn jetzt nichts kommt. Ich muss einmal fertig aufcatchen. Fortress oder Repercussion, sagt Kernspaltkartoffel. Okay, warte mal. Was waren denn die? Fortress ist das. Und Repercussion war das. Hast du einen Favoriten? Ich glaube, das ist dir. Dann nehmen wir mal Fortress, weil das irgendwie visuell ein bisschen interessanter aussieht. Mhm. Okay. Dann fange ich jetzt an. Sind so mehrere Dinger. Okay. Also das ist jetzt ein Walker, der einfach nur noch... Der kann schießen. Das war sehr viel, sehr schnell. Oh, ja. Er kann auch da durchrennen. Und sieht auch ziemlich gut aus. Er kann nicht da durchrennen. Richtig durchrennen können. Kommt natürlich auch ein bisschen das Material an. Wie so ein kleiner aufgeregter Grasshopper aus. Ja, vor allem wenn man so nach links und rechts geht. Oh, man kann verhalten. Okay. Cool, shit. Ja, wenn das halt im Gespräch ist. Das ist ziemlich hartes Material. Ja. Ja, doch, ich glaube, die hat man auf jeden Fall genug, dass man kaputt machen kann. Und mehr! Ich finde auch, Politiker könnte einfach aus diesem Modus einen Spiel machen. Stimmt. So, spart euch die ganze Kohle für Writer, noch für mehr Synchronsprecher, weißt du? Offene Welt. Nee, nur den Blödsinn hier. Kostet dann auch nicht so viel. Ja, wenn man dann noch irgendwie einen guten Artteil findet oder so. Ja. Also so ein paar Charaktere, die so rausstechen, die du aufs Cover packen kannst oder so. Na? Ah, doch, funktioniert. Siehst du, das habe ich gar nicht gemacht, so die Sachen in der Distanz mal getargetet. Die Hälfte der Zeit, Hälfte meiner Punkte. Ah, doch, ich glaube, das schaffst du. Goddammit! Zwei Runden. Du kannst aber auch von Anfang an gedrückt halten, das kann ich am Anfang. Ich muss direkt ausreden. So deutlich sind wir aber. Oh ja, da ist das Gebäude eingeschnitten. Ja. Geil. Lässt ja nix mehr. Ja, ja, auch noch. Fucking kaputt. Yes. Sieht toll aus. Awesome. Das war sehr gut. Ich mag auch sehr, dass sie eingebaut haben, dass man so ein paar Sekunden am Ende wartet, damit Sachen noch umstürzen können. Das ergibt sehr. Hä? Bin ich da runtergefallen? Ich weiß es nicht. Ich hab nach unten geguckt. Aber the fuck? Hat gerade ein schönes Geräusch gemacht. Damn it, Chuck. Ach, das ist so befriedigend. Jetzt ist immer noch ein großes Rätsel, warum ich das damals nicht gespielt habe. Nein, also Rätsel ist nicht, weil ich sage an Geld. Geld ist die Antwort.
Aber Verpflichtung und Idee hatte ich halt jetzt wieder gereicht. Wie lief das eigentlich auf Xbox 360 und PS2? Ich glaube nicht so. Ich kann es dir aber nicht sagen. Aber ich schätze es einfach mal nicht so. Ja, wer hätte denn mal geschätzt? Komm, der Fass muss noch kaputt. Oh, wow, wow, am Ende, okay, Alter. Ja, zumindest holy einen shit. Kleinen Punkte-Dings. Ein klein. Am Ende kam so plötzlich 15.000, ey. So hinterher. Jesus. Ja, aber da stehen noch so Reste. Das sah bei dir besser aus. Und du hast mehr Punkte als ich. Ich hatte, nee, ich hatte gerade. Du hattest auch irgendwas 70. Ich glaube, ich hatte glatt 70. Aber ich habe in der ersten Runde zu viele Punkte verloren. Fuck it! Yes! Man einfach gar nicht mehr. I don't know what I'm doing! Aber dann hat's ja eigentlich nicht mehr so richtig die Geo-Mod in dem Sinne, dass man auch Sachen, die nicht Gebäude sind, kaputt machen kann. Weil in Red Faction war ja so geil, du konntest dir ja Tunnel schießen. Mhm. Wir haben wirklich so Multiplayer-Partien gemacht auf so einer Map, die hieß, glaube ich, Glasshouse, wo wirklich in der Mitte einfach nur ein quadratisches Glashaus stand und du konntest dir am Rand so wie so Treppen ballern mit dem Rocket Launcher. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh, hat weggeploppt. Ja. Oh, cool. Nee, hattest du das gerade vorgelesen mit Crimson? Der meinte, auf der Xbox ist es ständig eingefroren. Sagt auf jeden Fall gerade. Yeah! Alter! Gibt's doch nicht! Okay. Oh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Robin ist besser im Kaputtmachen als ich. Aber nur halten um wir fest. 220 Punkte. Du bist 220 Punkte besser. Und du hast einen Stern. Ich hatte keinen Stern. Was weiß heißt ich, denn der Stern? Vielleicht, weil du das ist die Map komplett. Nee, du bist doch Chuck. Nee, du bist Chuck. Nee. Ich habe ja, hab ja gerade mehr Punkte. Ich bin Alec Mason. Du warst Chuck, weil. Naja, jetzt hast du auch den Dings bekommen. Ja, stimmt. Dann, weil du die erste Runde gewonnen hast. Nee, habe ich aber nicht. Dann haben wir gerade die Charaktere gewechselt zwischen den Runden. Haben wir? Ja. Okay. Es geht wahrscheinlich noch eine dritte Runde. Egal. Wir beenden es an dieser Stelle. Du kannst aber hier nochmal, dann können wir das im Vollbild noch ein bisschen laufen lassen, naja, gut. Wie hier kaputt gemacht wird. Eine Minute noch danach. Ja, das soll es gewesen sein mit diesem Livestream. Das hat wieder so viel Spaß gemacht mit euch. Und ich finde, es waren zwei sehr unterschiedliche, aber das zwei sehr schöne Spiele, die wir heute im Stream hatten. Wir hoffen, euch hat das auch Freude bereitet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com/hooked. Da kann man das monatlich mit einem Beitrag seiner Wahl tun. Und über Twitch-Subs freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank an alle, die jetzt schon gesubbt haben. Vielen Dank an Dopsy für die wunderbare Moderation. Und jetzt euch noch einen schönen Tag und schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was für Spiele da dann rankommen. Das werdet ihr ja dann sehen. Und jetzt noch viel Spaß mit ein bisschen Zerstörung von Robin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.